Wie jedes Jahr an Tag 3 zum Leidwesen der anwesenden Speaker, morgens um 11.30 Uhr, der Jahresrückblick des CCC. Guten Morgen. Ja, wir begrüßen alle zur frühen Morgenstunde zum diesjährigen Jahresrückblick. Wir haben noch einen unserer Sprecher, der fehlt noch, aber wie eben erwähnt, wir wissen, dass er schon wach ist, er hat schon getwittert. Was wir nicht wissen, ist, ob er vielleicht einen Bot hat für sein Twitter. Ja, da war gestern ein Jeopardy und dann noch eine Party. Ich glaube, der ist noch durch. Aber er wird schon kommen. Wir fangen einfach mal ohne ihn an, denn wir haben wie immer ziemlich viel Inhalt, denn auch dieses Jahr 2011 war wieder voller CCC-Aktionen, denn der Jahresrückblick ist ja so eine Art Rechenschaftsbericht. Also wir berichten über die Veranstaltungen, über unsere Pressemitteilung, über die Öffentlichkeitsarbeit, aber auch über anekdotische Vorkommnisse, die es so im Laufe des Jahres gab. Und wir beginnen auch wie immer mit einer Art Entwicklung, die wir immer im Januar haben, nämlich dass wir uns mit dem Fallout des Kongresses auseinandersetzen müssen. Und wir müssen eigentlich sagen, wenn wir so im Rückblick auf den letzten Kongress gucken, war das eine außerordentlich freundliche, umfängliche Berichterstattung national und international. Und vor allen Dingen, glaube ich, wurden die netzpolitischen Themen betont. Andreas! Wir freuen uns, es ist schon eine alte Tradition, auch letztes Jahr war ja schon zu spät. Wir haben jedenfalls vom letzten Kongress eigentlich ein großes Archiv von allerhand Meldungen, allerhand Fernsehbeiträgen und wir können uns glücklich schätzen, glaube ich, über die letzte Kongressberichterstattung. Also was man da sehr deutlich merkt, ist, dass das Phänomen, was wir auch sonst immer sehen, dass Technologie und Nutzung von Technologie und die politischen Auswirkungen von Technik und Freiheit in Netzen, dass diese Themen sehr viel mehr in den gesellschaftlichen Mainstream rücken, als es in den letzten Jahren schon der Fall war. Und das haben wir eigentlich so schon mit der Berichterstattung vom letzten Kongress sehr, sehr deutlich gemerkt. Also wir werden es noch ein bisschen im Detail erzählen, aber dieser Trend zieht sich eigentlich durchs ganze Jahr. Also bevor wir so die Monate durchgehen, wie wir traditionell immer machen, werden wir uns wieder dem Interesse am Club so vom allgemeinen Standpunkt widmen und natürlich dann auch der Mitgliederentwicklung. Und wir sehen diesmal mal so von Google Trends ein paar andere Daten, nämlich das regionale Interesse. Und wir sehen, so ähnlich wie bei der Mitgliedschaft, ist auch das Interesse sehr unterschiedlich ausgeprägt regional. Ja, da ist natürlich für die Hacker in den hellen Gebieten, sie müssen sich mehr anstrengen. Wir sehen aber natürlich das große Thema für den CCC, der Staatstrojaner, der zeigt sich dadurch, dass sich das Interesse im Laufe des Jahres etwas in die südlichen Gefilde verlagert. Und wir müssen, glaube ich, den Bremer Erfer, der hier irgendwie ausgegraut ist, mal auffordern, mehr Aktivitäten zu zeigen. Die haben vielleicht schlicht kein Google. Kann natürlich sein. Zum anderen sind wieder mal die Statistik der Neumitglieder, wobei das ein Saldo der Mitglieder ist, also Eintretende und diejenigen, die uns verlassen haben, in der Regel nicht ganz freiwillig, denn wir verlieren immer einige Mitglieder nach den Mahnläufen, die sich halt irgendwie dritte Mal nicht melden. Dabei fehlen allerdings die Zahlen von den allerletzten Neumitgliedern vom Kongress. Die sind so traditionell immer relativ viel. Das habe ich jetzt mal so als Projektion mit dazu geschrieben. Wir werden also wahrscheinlich dieses Jahr so knapp 600 Neumitglieder haben, wenn man den Saldo nimmt. Das heißt also, es hat sich gezeigt, dass nach größeren Aktionen dann regelmäßig auch viele Leute eintreten. In Hamburg hat das Office gejammert, hat sich beschwert, dass jedes Mal, wenn wir groß in der Presse auftreten, dann müssen sie wieder die neuen Mitglieder mühsam in die Datenbank einpflegen. Und nach der Staatstrojaner-Aktion waren es 500 Neuanträge, die dann auch noch vor der nächsten Datenschleuder da rumlungerten. Aber das Office hat die fleißig einsortiert und die Zahlen spiegeln sich da schon wieder. Also und so insgesamt haben wir so derzeit so etwa 3.700 Mitglieder. Aber ja, so etwa. Also mit Projektion und Plus und Minus. dabei hat allerdings auch eine Gruppe zugenommen, die jetzt so unter die Kategorie Fanboys einsortieren würde. Und da haben wir mal ein Beispiel mitgebracht für auch die Art, wie wir vielleicht die Neumitglieder demnächst
kennzeichnen wollen. Ja. Das ist lebenslanges Commitment. Ja, lebenslanges Commitment und kein Photoshop. Wurde uns aus sicherer Quelle zugetragen. Allerdings, dadurch, dass der nicht offen rumgetragen wird, weiß ich nicht, welcher Nerd das gewesen ist, aber würde sich vielleicht noch bei uns melden. Wissen wir denn, was da links steht? Ja, links auf dem Arm ist noch das Logo aus demselben Kongress, dieser stilisierte Lötkolben. Ich meinte jetzt eher so die chinesischen oder japanischen Schriftzeichen. Ach so, da. Die andere links. Nee, kann das jemand übersetzen? Doch nicht zu der Zeit. Kriegen wir bis nächstes Jahr raus. Ansonsten haben wir eine neue Anzahl von Erfers, die wir jedes Jahr mal durchziehen und auch versuchen, die Webseiten, also ccc.de, aktuell zu halten, sodass man immer die Kontaktdaten findet und die Tage, wo da so offene Clubabende gibt und ein paar Informationen zu den Erfers. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch noch eine größere Anzahl an Chaos-Treffs und da breiten wir uns ja auch langsam aus Deutschland hinaus, also Richtung Nordwesten aus. Also eigentlich auch hier, glaube ich, 2-3 dazugekommen im letzten Jahr, wenn ich richtig durchgezählt habe. Also wie man auch hier sehen kann, ist so die Zone, wo wir noch ein bisschen mehr zulegen müssen, ist natürlich Ostdeutschland. Da sind wir noch ein wenig dünn, wobei man sagen muss, dass Dresden, Leipzig, Jena, da passiert halt auch eine ganze Menge. Aber wie gesagt, wenn es da noch Bestrebungen in anderen Städten gibt, dann sind wir da, heißen wir die sehr willkommen. Das sind die blühenden Landschaften da im Nordosten. Ja. Und so sehen die Erfer sozusagen aus in der schönen Grafik, die Rainer nochmal für uns gemacht hat aus der Mitgliederdatenbank. Da sieht man natürlich, dass es sehr unterschiedlich große Erfers gibt. Der größte ist nach wie vor Berlin, aber relativ knapp. Und Köln ist auch einer der großen Erfers und Hamburg natürlich. Also es verteilt sich in den Erfers sehr unterschiedlich. Wir wollen auch gerne die sehr große Anzahl von Aliens, die sich also keinem Erfer zuordnen, gern dazu auffordern, sich ihrem Erfer, wo sie vielleicht auch manchmal hingehen oder wo sie sich zugehörig fühlen oder wo sie in der Nähe wohnen, zuzuordnen. Denn dadurch ändert sich die Aufteilung der Mitgliedsbeiträge in Bezug auf die Mieten, die die Erfer so zahlen müssen. Das heißt, wer sich einem Erfer zugehörig fühlt, der sollte sich dem möglichst auch angliedern. Und das heißt, dass die Mietzuschüsse für die verschiedenen Chaos-Treffs und Erfers nur für die Erfers, stimmt. Dann verbessert werden. Also wer das machen möchte, dann möchten wir diesmal mal zu auffordern. Ich glaube, es sind etwa, wir haben gut ein Drittel, mehr als ein Drittel sogar, die Aliens sind und nicht zugeordnet werden. Ja, wir sehen im Vergleich zu letztem Jahr haben wir einen Schwerpunkt an neuen Mitgliedschaften im Norden. Das sind ja immer so die Vergleichszahlen und nicht die absoluten Zahlen. Aber im Prinzip kann man eigentlich sagen, dass wir in allen Bundesländern, wenn man die Zahlen über die Monate sieht, neue Mitglieder haben, obgleich wir natürlich keine Werbung machen für die Mitgliedschaften, aber nach dem Staatsräumerhack doch eine deutliche Zunahme beobachten konnten. Ja, so ähnlich wie diese Zahlen drückt sich auch die No Nerd Left Behind Verteilung aus. Die hat sich, wenn man sich die Tabelle im Wiki mal ansieht, ziemlich stark an den Erferkreisen orientiert, aber darüber hinaus, und wir haben hier nochmal die Weltkarte daneben projiziert, weil der am weitesten entfernteste No-Nord-Left-Behind-Hackerspace ist der in Bangladesch. Also wir haben auch nicht nur nach Nordosten, sondern nach Nordwesten, sondern auch nach Südosten eine Ausdehnungstendenz. Na gut, leider ist Australien dieses Jahr nicht mehr dabei. Ich weiß nicht, was mit den Jungs ist, vielleicht sind sie hier vorbeigekommen, weil sie letztes Jahr angefixt worden sind. Aber die Idee, den Kongress weiter zu dezentralisieren, um Leuten, die gerade nicht nach der Karte anstehen wollten oder die keine Zeit haben, von ihrer Familie wegzufahren, die Möglichkeit geben, dezentral am Kongress teilzunehmen, hat in den letzten Jahren ziemlich gut abgehoben und wir würden die gerne auch weiter so betreiben. Und die Leute da draußen, die uns in den Streams verfolgen, sind immer noch dazu aufgerufen, sich an ihrem nächsten No Nerd Left Behind zu wenden und dort einfach in schöner Hacker-Atmosphäre, vielleicht bei einer Mate, über die Streams zuzuhören. Und man kann auch im IRC Fragen an die Vortragenden stellen. Also es ist fast, also wenn man noch ein bisschen schlechte Luft versprüht, dann hat man fast die perfekte Kongressatmosphäre.
Naja, und die umfallenden Mateflaschen. Wir wollen die Ticket-Kongress-Situation, also die, wo wir natürlich auch wieder sehr viel Feedback haben, eigentlich jetzt hier nicht nochmal thematisieren. Ich denke, wir machen das jetzt schon seit 2-3 Jahren. Vielen ist klar, dass wir eine Änderung herbeiführen müssen. Wir sehen natürlich sehr deutlich, dass wir sehr viel mehr Tickets verkaufen könnten und dass die Vorverkaufssituation manchmal etwas suboptimal ist. Also wir kriegen da ja eine Menge Feedback. Aber gleichzeitig ist natürlich also diese physische Gebäudebeschränkung, die wir ja aus dem Virtuellen nicht so kennen, letztlich ja nicht zu verhindern. Aber da, ja, da sinnieren wir alle im größeren Kreis auch schon länger drüber. Und ich würde doch vermuten, sagt mir so meine weibliche Intuition, dass es nächstes Jahr da auch eine signifikante Änderung gibt. Aber das werden wir dann sehen. Jetzt gucken wir uns erstmal die Google Trends an, traditionell. Wir sehen, wir haben ein außerordentlich dominierendes Thema. Kannst du jemand raten? Was war das? Vermutet, das werden jetzt alle schon wissen. Brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht extra nochmal sagen. Aber wir sehen noch diesen kleinen Hucke da im Sommer. Weiß noch jemand, was das war? Genau. Jetzt haben wir mal zum Vergleich, also damit man mal sieht, wie groß der Schwall war, der da auch so gerade von nationaler, aber auch internationaler Presse auf uns zukam, den Vergleich zu den letzten Jahren. Und da sieht man schon sehr deutlich, dass der Ausschlag vom Staatstrojaner enorm war, was natürlich für die Leute, die sich damit befasst haben, also nicht nur das Sprecherteam und die Öffentlichkeitsarbeit machen, sondern natürlich auch die Leute, die größere Team und an dem Hack beteiligt war, doch ordentlich Arbeit hatten. Damit, also wer sich jetzt nicht genau an die Ausschläge zeitlich erinnert, wir sehen 2008 den Ausschlag, das ist ja um den 27. Februar, das ist nämlich das Urteil zur Online-Durchsuchung. Wir sehen also, dass in den letzten Jahren dieser Trojaner uns weit mehr beschäftigt hat als andere Themen. So gefühlt, hätte ich das nicht unbedingt gesagt, aber der Google-Trend ist natürlich, naja gut, bis auf 2004 eigentlich verlässlich. Wer sich an die anderen Ausschläge nicht erinnert, dann sieht man natürlich immer zum Jahresende den Kongress. Und meistens im Frühjahr, wie 2009, wo man diesen kleinen Huckel im Frühjahr sieht, und 2010 die Urteile aus Karlsruhe, einmal die Vorratsdatenspeicherung und einmal ein Wahlcomputerurteil, wo wir immer jeweils ziemlich viel zu tun haben. Vielleicht. Aber wahrscheinlich sind die Ergebnisse auch schon alle normiert, weil ich meine, wer soll jetzt nach 3-4 Jahren, wo wir in der Presse sind, noch nach Chaos Computer Club groß googeln müssen? Die wissen halt, wer wir sind. Ja, na gut, ja, die wissen es, aber das ist ja vielleicht auch ein bisschen, spiegelt so ein gewisses Interesse wieder. Aber du weißt ja, wie die Menschen heutzutage ihre Browser benutzen, ne? Ja. Kann noch jemand eine URL hier eingeben? Also weiß noch jemand, wie es geht? Ja. Vielleicht mal ein paar prinzipielle Sachen. Wir haben auch dieses Jahr natürlich wieder, also wir haben so ein Ticketing-System, über das alle Anfragen reinkommen. Wir haben aber gleichzeitig auch die ziemlich stark benutzte Mail-Ad-Adresse, die auch deutlich, glaube ich, mehr Traffic hatte als sonst. Wir hatten an reinen Presseanfragen, die jetzt nur an Presse-Ad kommen, knapp über 1.000 waren es, glaube ich, wenn man den Spam abzieht. Das war schon sehr, sehr viel. Die meisten hier werden es natürlich wissen, das ganze Sprecherteam, die Öffentlichkeitsarbeit machen, aber auch die sich um Mail-Ad kümmern, machen natürlich ehrenamtlich. Ja, das sind ein großartiges Team von fleißigen Leuten, die mit einer stoischen Ruhe auch die aller außergewöhnlichsten Anfragen, die von draußen reinkommen, doch beantworten. Genau, großen Applaus für die Jungs. Also wir haben es aber auch gleichzeitig noch in der Redaktion der Datenschleuder gemerkt, also und so über eigentlich alle Kanäle und manche Erfas berichten, dass natürlich die lokale Pressearbeit, gibt ja auch einige Sprecher, die bei lokalen Erfas diese Funktion übernehmen, da auch noch mal mehr geworden ist. Also das ist schon deutlich zu spüren. Wir haben, glaube ich, prinzipiell einen sehr guten kollegialen Kontakt zur Presse. Also ich glaube, dass zwar sehr viele Journalisten, die mit uns Kontakt haben, nicht wissen, dass das quasi irgendwie in der Freizeit erledigt werden muss, aber dennoch ist es insgesamt ein gutes Verhältnis. Aus meiner persönlichen Sicht hat die, ich habe es jetzt nicht statistisch überprüft, aber hat die Zahl der Journalisten, die mit uns interagiert, zwar zugenommen, aber dafür hat die Anzahl der Journalisten, die ihren ganzen Traffic über Gmail pipen, hat nachgelassen. Dafür haben wir jetzt aber ganze Verlage in Europa, die ihren Mehrverkehr über Google Mail abwickeln. Das ist nur eine merkwürdige Entwicklung, wie wir diese da so festgestellt haben. Ja, unser Fernziel ist natürlich, dass wir mit sämtlichen Journalisten nur noch über PGP-verschlüsselte Mail kommunizieren, aber ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ja,
Aber der Anteil steigt, muss man schon sagen. Und wir haben die OnSoft-East-Adresse, die wir extra für den Staatsverwalter-Hack hatten, ja, mit einem PGP-Key ausgestattet. Und so geführte 50% kamen da auf verschlüsselte Mail zu. Yay. Ja. Schon relativ hoch. Also so zur Natur der Presseanfragen ist es so, dass typischerweise haben wir einen relativ hohen Anteil auch an so, da ist irgendwo ein Sack Bits im Internet umgekippt, könnt ihr nicht mal was dazu sagen, Anfragen. Wenn wir gerade Zeit haben, antworten wir auch noch höflich, dass wir dazu keine Lust haben, aber manchmal ignorieren wir die auch einfach. Also es halt, sind halt durchaus auch eine Menge Anfragen dabei, wo man sich dann so sagt, so nee, okay, jetzt nicht noch die und da nicht noch eine höfliche Antwort, und dann ignoriert man die halt einfach. Das kommt halt vor. Wie gesagt, wir machen es halt freiwillig, und wir, wenn wir halt auf bestimmte Themen auch einfach keine Lust oder keine Antwort haben, dann sagen wir dazu einfach auch nichts. Also ein Beispiel war da zum Beispiel halt die Streetview-Debatte, wo wir explizit nicht zugesagt haben, weil es halt einfach keinen Konsens dazu gab. Also so der Anspruch. Ich glaube, das war aber 2010. Ja, ich wollte es nur mal als Beispiel nochmal herannehmen. Dass wir, also der Anspruch, den wir da haben, ist halt eben schon durchaus eine konsensuale Meinung oder zumindest ein Mainstream im Also diese Idee war, glaube ich, die meiste von nicht beantworteten Anfragen anonymous. Das ja. war enorm, auch ein bisschen international, war oft die Frage, ob wir vermitteln können, jemand. Genau. Kennt ihr nicht jemand von Anonymous? War irgendwie so eine so. Wir können es auch ganz anonym machen. So. Man hattet ja manchmal gesehen, also wenn sie Leute gefunden haben, die sie zum Interview, es gab ja im Fernsehen so ein paar interessante Dokumentationen darüber, dann haben sie immer natürlich lustig die Masken aufgesetzt. Ich fand immer nur interessant zu wissen, wo sie die eigentlich herhaben und für wen die sprechen. Das war immer lustig. Naja, wir haben jedenfalls keine vermittelt. Und das Letzte haben wir noch, also um den sozusagen allgemeinen Teil abzuschließen zu ja, den Themen und den Mitgliederentwicklungen, haben wir noch das berühmte Wordle. Dieses Jahr natürlich dominiert vom Trojaner. Gibt eigentlich genau wieder, wie auch so die geführte Aufmerksamkeit war. Ja, dann haben wir noch eine kurze Durchsage zur Sache. We are not on Facebook. Wir hatten da in den letzten Jahren immer wieder aufpoppende Accounts von Leuten, die fröhlich in ihrem Freundeskreis alle hinzugefügt haben, die sie für CCC-Affinen halten oder hielten. Und prinzipiell haben wir wenig Interesse und wenig Spaß daran, dass auf die Art und Weise Mitglieder oder Sympathisanten exponiert werden, auch gegen ihren eigenen Willen. Und wenn ihr irgendwo einen CCC-Account in, keine Ahnung, Orkut, MySpace, weiß nicht, wie die ganzen Dienste heißen, findet. Ja, Orkut, Friendster. Orkut gibt's noch, ne? Ja, aber nur in Brasilien und nur mit Frauen. Hm. Dann geht ruhig daher und sagt, das sind Fakes, und fordert die dazu auf, die Accounts einzustellen, weil die haben eigene Kanäle, mit denen man nach draußen kommunizieren, und dazu gehören nicht von Freunden oder Fans betriebene Facebook-Accounts. Also wir haben tatsächlich ein paar Mal versucht, und wir auch erfolgreich, diese Accounts loszuwerden, weil die natürlich auch irgendwie in der Regel die Logos der CCC verwenden und auch eine Anmutung haben, als seien das offizielle Seiten. Wir haben aber offen gestanden, das jetzt irgendwie auch aufgegeben, weil das ungefähr mal einen Tag dauert, nachdem wir durch diesen ganzen Facebook-Prozess da durch sind. Das ist ja immer, also da gibt es ja keine Form von Kommunikation, das ist ja immer nur durch Formulare klicken, aber das dauert halt einen Tag, dann ist er wieder da. Und insofern, also wir wollen jetzt einfach mal Bescheid sagen, weil wir keine Lust haben, jedes Mal, wenn da so ein neuer Account auftaucht, den wieder zu löschen. Denn der Club ist ja unter anderem auch dafür da, dass wir eigene Infrastruktur zur Verfügung stellen, traditionell. Und wir wollen auf eine davon mal wieder hinweisen, aus mehreren Gründen, nämlich auf jabber.ccc.de, denn... Ja. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr schon darauf hingewiesen, dass es vielleicht günstiger wäre, wenn man nicht alle einen zentralen Node verwenden, sondern wenn man das mehr verteilt. Ihr habt zum Erfolg der Plattform beigetragen, indem ihr euch nicht dran gehalten habt. Ist vielleicht nicht gut. Wir haben aber auch mal ein bisschen aufgerüstet, die Hardware aufgerüstet, die Software auf einen moderneren Stand gebracht, gelegentlich auch den einen oder anderen Bug gefixt und auch einen Tor-Hidden-Service-Zugang eingerichtet, weil wir können ja nicht kontrollieren, was ihr da so tut, und manchmal tun auch Leute Dinge, von denen wir auch gar nichts wissen wollen, schon gar nicht, wo die Leute sitzen. Also arbeitet an eurer eigenen Datensparsamkeit. Es gibt einen Tor-Hidden-Service-Node, um darauf zu connecten und keine Verbindungsdaten zu hinterlassen, während man zu unserem Java-Server kommuniziert.
Ja, aber nochmal die Aufforderung, wenn ihr in euren eigenen AFAS oder Chaos-Treffs eigenen Jabber-Server aufsetzt, bitte tut es. Wir wollen explizit dezentrale Infrastruktur. Jabber.ccc.de ist eigentlich nur als Beispiel dafür gedacht, dass es nicht so schwer ist, eigene Infrastruktur aufzusetzen und zu betreiben. Also das heißt nicht, dass es technisch kein Stress wäre. Also nochmal vielen Dank an das Team, was den Server betreibt. Aber man kann die auch einfach ansprechen und fragen, so, was die besten Erfahrungen sind, also die Softwarekonfigurationen, die funktionieren, um eben genau auch eigene Systeme aufzusetzen und die untereinander zu vernetzen, weil worum es halt geht, ist dezentrale Infrastruktur, nicht neue zentralisierte Infrastrukturen zu schaffen. Ja, also ich habe das mal ausprobiert, ich betreibe meinen eigenen Jabber-Server auf meinem Server und man macht sich so ein bisschen mit Erlang bekannt, was auch ganz schön ist, um über den Tellerrand zu gucken, aber ansonsten ist es ganz schmerzlos. Und man hat irgendwie eine eigene Vanity-Jabber-Adresse. Ich finde Erdgeist.org ist schon cool. Schlecht. Wolltest genau. Du nicht noch was zu den... Wir wollten noch was zu den Spenden sagen. An uns treten regelmäßig Leute ran, die fragen, wie finden eure Aktion cool, können wir euch irgendwie unterstützen? Und natürlich ist die coolste Möglichkeit, den Club zu unterstützen, sich an die AFAS zu wenden. Die haben da chronische Geldknappheit und die freuen sich erstens über Spenden in einem Sinne von einfach vorbeizugehen, mit den Leuten zu reden, zu gucken, was da fehlt. Vielleicht kann man ja einfach, ohne da Geld hintragen zu müssen, einfach coole Hardware vorbeitragen, die man dann... Keinen Schrott. Wobei, keine alte Hardware vielleicht, sollte man sagen. Die man dann gemeinsam teilen kann, aber ansonsten sind AFAS eigentlich das, wo das Leben im Club herkommt und der bundesweite Club, der braucht finanzielle Unterstützung nicht so dringend wie die einzelnen AFA-Kreise. Deswegen dezentralisiert auch die Unterstützung. Genau, so jetzt haben wir den allgemeinen Teil aber wirklich abgeschlossen und werden chronologisch vorgehen, wobei wir keinen Januar haben, weil wir im Januar, genau, wir mussten uns noch erholen allesamt und außerdem haben wir uns vorbereitet auf eine Mitgliederversammlung, die im Februar anstand, die auch zwei unmittelbare Folgen hatte. Und eine ist, dass der CCC e.V. mit sehr großer Mehrheit, fast schon ein Honecker-Ergebnis, beschlossen hat, dass wir Bradley Manning unterstützen wollen. Und hier ist jetzt als Symbolbild... Es ist als Symbolbild eine zugegeben etwas kleinere Demo, die vor der amerikanischen Botschaft am Pariser Platz hier in Berlin stattgefunden hat. Also es ist noch optimierbar, aber zumindest... Mit dem richtigen Kamerablickwinkel ist auch die kleinste Demonstration ein Großaufmarsch. Also tatsächlich ist eine konkrete Kampagne und daraus nicht entstanden, obwohl es ein großer Beschluss war. Das heißt aber noch nicht, dass es nicht noch kommen kann. Natürlich, glaube ich, viele im Club verfolgen die aktuelle Berichterstattung über den Beginn des Gerichtsverfahrens. Ich glaube, schon von hohem Interesse. Letztlich muss man eigentlich sagen, dass aus dem Beschluss der Mitgliederversammlung aber keine konkrete Kampagne erwachsen ist. Also das ist hier eher mangels engagierten Leuten, die dort was losgetreten haben. Das heißt aber noch nicht, dass es nicht dazu noch kommen kann. Also wir haben halt nicht immer nur positive Sachen zu berichten. Manche Sachen entgleiten uns auch und werden dann nicht zu den Kampagnen, die wir vielleicht mal machen wollten. Da haben wir leider noch ein paar mehr Beispiele. Natürlich auch, glaube ich, aufgrund der ja doch ziemlich zeitraubenden Aktivitäten, über die wir ja noch reden werden, sind nicht immer alle Sachen so erfolgreich, wie wir uns das vorstellen. Aber bei der Mitgliederversammlung gab es noch einen Beschluss zur digitalen Entwicklungshilfe für die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, Internet und digitale Gesellschaft. Und es gab Anfang des Jahres einen längeren Streit darum, wie denn die Bürgerbeteiligung bei dieser Enquete-Kommission aussehen solle. Und die Idee war ja, dass man versucht, mit einer technischen Plattform, in diesem Fall mit Adhocracy, und da versucht, diesen sogenannten 18. Sachverständigen der Enquete-Kommission, also die normalen Bürger und Wähler mit einzubeziehen. Das zog sich aber sehr lange hin. Ja, da war so ein Hickhack, so ein parteipolitisches und die Frage, ob die Bundestagsverwaltung dabei mitspielt. Und so hat die Mitgliederversammlung dann beschlossen, hier technische Hilfe zu leisten. Und wir haben dem Bundestag quasi per Pressemitteilung angeboten, ihnen diese Adhocracy-Instanz hinzustellen. Ich glaube. Okay. Dazu ist es nicht gekommen.
Der Bundestag hatte doch tatsächlich sehr wenig später, waren wenige Wochen, eine eigene Advocacy-Instanz dahingestellt. Die wurde auch benutzt, allerdings, nachdem wir jetzt so ungefähr ein Jahr damit Erfahrung sammeln konnten, muss man sagen, dass die Bürgerbeteiligung eher gering ist, zumindest über diese Tool. Es ist aber sicherlich in der Benutzung auch optimierbar. Was passiert ist jetzt Ende des Jahres, hat das Advocacy-Team da auch noch mal einige Funktionalitäten verändert. Es ist ein Anfang, denn immerhin ist es der einzige Ausschuss des Deutschen Bundestages, der so eine direkte Beteiligung ermöglicht. Ich denke, es ist noch optimierbar, auch technisch. Ich finde es schön, was du so für Euphemismen verwendest für diese doch ziemlich merkwürdige Enquete-Kommission. Über die Enquete-Kommission werden wir sicherlich noch intensiver berichten, wenn die Legislaturperiode vorbei ist. Also über die Du meinst, du musst da noch wieder hingehen? Ja. Aber über die gibt es natürlich auch eine Menge zu sagen. Aber das wollen wir eigentlich dieses Jahr nicht thematisieren. Auch, glaube ich, weil die Bedeutung der Enquete-Kommission doch eher gesunken ist. Zwar gibt es immer noch eine sehr interessierte Netzöffentlichkeit, die auch den Stream im Bundestag guckt und sich auch ein bisschen einmischt. Aber ich glaube, die meisten haben bemerkt, dass die Enquete auch im Wesentlichen aus den parteistrategischen und taktischen Ritualen besteht und die sachliche Arbeit da manchmal zurücksteht. Dennoch ist ein Teil zur Netzneutralität und zu den Urheberrechten und zum Datenschutz jetzt fertig und öffentlich verfügbar, kann jeder lesen. Und auch mit einigen Sondervoten, da nicht alle Sachverständigen sich der Konsensmeinung anschließen mochten. Okay. Februar? Wir schließen mal die Enquete-Kommission und Advocacy ab und auch die Mitgliederversammlung. Wer von euch hat einen E-Mail-Account? Hat sich jemand gemeldet? Das ist wahrscheinlich einer der exklusivsten Mailclubs, die es da gerade so gibt. Genau. Also wir müssen jetzt vielleicht für die Zuschauer im Stream sagen, es hat sich hier niemand gemeldet, zumindest niemand Sichtbares, oder es wollte niemand zugeben. Also ihr könnt euch auch anonym melden. Immer noch keiner. Na gut, also die E-Mail wurde ja mit großen Pocken und Trompeten eingeführt, nachdem sich da irgendwie die Beteiligten... Achso, hat jemand von euch technisch, beruflich zufällig... zwangsweise mit der E-Mail zu tun? Auch nicht. Doch. Eine Hand. Eine Hand. Nehmen dann nachher die Insider-Informationen auch gerne entgegen für den nächsten Jahresrückblick. Ja, also die E-Mail war nun wieder mal eines der tollen staatlichen Software-Großprojekte. Also in diesem Fall war es halt nicht ein Software-Projekt, sondern ein organisatorisches Projekt. Jeder deutsche Bürger sollte eine E-Mail-Adresse bekommen und es sollte auch sowas Ähnliches wie Verschlüsselung geben. Zumindest bis zum Server, wie wir gerade hier an der Zuschauerreaktion sehen, war das Projekt ein durchschlagender Erfolg, der sozusagen alles bisher in den Schatten stellte, was in Deutschland an Infrastrukturprojekten durchgezogen wurde. Aber so richtig die Altersrelevanz, da warten wir noch so ein bisschen drauf. Wir hatten damit natürlich zu tun, weil irgendwie natürlich uns alle Journalisten angerufen haben, gefragt haben, so, sag doch mal was zu der E-Mail. Und nachdem wir dann das Gähnen mühsam unterdrückt haben, haben wir dann gesagt, okay, also gut, Verschlüsselung nur bis zum Server, brauchen wir nicht weiter darüber reden. Die Idee war mal wieder eine im Kern gute, die dann halt in den Regierungsmühlen zu etwas mutierte, was irgendwie keinerlei Sinn bringt und auch nicht wirklich zum digitalen Fortschritt in Deutschland beiträgt. Zum Glück ist das Interesse mittlerweile auch auf der Presseseite etwas abgeflaut. Also für uns für den Chaos Computer Club hat sich Harald Welte noch mit einer schriftlichen Stellungnahme und auch in so einer mündlichen Anhörung im Ausschuss dann nochmal in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht, allerdings letztlich vergeblich, weil vor allen Dingen also die Frage der Verschlüsselung, die da schon ausgiebig debattiert wurde, blieb in dem Gesetzentwurf dann unverändert. Na, wir werden sehen, da können wir vielleicht in 5 Jahren mal resümieren, wie doll die E-Mail zum Fliegen gekommen ist. Wir hatten auch noch so ein Chaos. Antiquarische, die E-Mail-Accounts gibt so? Ja, weiß nicht, also ich habe keinen. Naja, werden wir also vielleicht in 5 Jahren uns dann nochmal genauer ansehen. Wir hatten auch noch ein Chaosradio dazu, das Interesse war schon relativ groß und so haben wir eher so eine Erklärbär-Sendung gemacht und versucht, zumindest mal die Struktur zu erklären und die Idee, die dahinter steht, die ja erstmal nicht unbedingt verkehrt ist, uns aber natürlich auch ziemlich skeptisch geäußert, denn vor allen Dingen technische Kritikpunkte sind ja da relativ viele vorhanden. Okay, also wer die Stellungnahme von Harald Welte lesen will, die ist auch auf ccc.de. Okay,
Damit haben wir sozusagen den ersten Teil des Jahres abgeschlossen und kommen schon zum März. Ja, ihr erinnert euch, letztes Jahr war das mit dem Sony-Hacken relativ populär. Unter anderem gab es ja auf dem Kongress einen Talk über die Extraktion des Schlüssels. Es gab dann einen weiteren jungen Mann, auch aus Deutschland, aus dem Süden Deutschlands, der sich mit dem Hypervisor der PS3 beschäftigt hat und einem Linux-Port für diesen Hypervisor und den auch veröffentlicht hat. Und nun ist Sony so eine Firma, die der Meinung ist, wenn da irgendwas passiert, wirft man erstmal Anwälte drauf. Und Graf Cioccolo hatte also das Problem, dass er nach der Veröffentlichung sehr, sehr unangenehme Post bekommen hat. Wir haben ihm ein bisschen unter den Arm gegriffen, indem wir ihn Anwälte vermittelt haben. Wir haben überlegt, ob wir den Rechtsstreit komplett finanziert kriegen, haben festgestellt, das ist leider zu teuer. Das Gesamtklagerisiko durch alle Instanzen mit den Anwälten bei den Streitwerten, die aufgetreten sind, wäre also ungefähr der Rest unseres Vermögens gewesen. Wir haben dann also geholfen, eine Spendenseite aufzusetzen. Es sind dankbarerweise viele Spenden eingegangen. Wir haben zwei Anwälte vermittelt. Danach hat man nicht mehr so viel von dem Verfahren gehört. Ich würde davon ausgehen, dass es da eine Einigung auf die eine oder andere Art und Weise gab. Leider habe ich jetzt nochmal eine Mail gekriegt im November, dass da wohl noch Rechnungen offen sind, Briefe nicht gegangen sind. Wir müssen dann nochmal nachhaken. Leider hat der Dominik Böcker sich bei mir nicht gemeldet auf eine Rückfrage, was denn jetzt Sachstand ist. Also wir müssen nochmal gucken. Es gibt auch noch eine Finanzierungszusage des CCC. Also ein bisschen Geld haben wir noch rumzuliegen für eventuelle Rechnungen, die noch bezahlt werden müssen. Ja, sehr unschön. Sowas kann einem passieren, wenn man Sachen veröffentlicht, wenn man sich mit Firmen anlegt, die wild um sich schlagen, weil ihnen gerade Milliardengeschäfte zusammenbrechen, weil sie Sicherheit nicht verstanden haben. Genau. Und wir hatten dann eine kleine Zeitschwankung. Der CCC wurde im Februar zurückkatapultiert. Das ist wenigen aufgefallen, aber naja. Genau. Denn, die sich, glaub ich, viele noch erinnern, gab es diese Dokumentation von Dreisat Neues. Und die hat einen Preis bekommen, wo wir uns natürlich auch für die Autoren, mit denen wir schon länger auch zusammenarbeiten, sehr gefreut haben. Genau, und das Schönste ist, dass in der Laudatio wurde der Chaos Computer Club auch nochmal lobend erwähnt. Da drin wird auf die Journalisten zeigend gesagt, sie zeigen eindrucksvoll, wie sich der Club zu einem bei Datenschützern und höchsten Gerichten gefragten Expertengremium entwickelt, das auf Sicherheitslücken und Datenmissbrauch hinweist und oft besser informiert ist als die staatlich getragenen Institutionen. Ach. Oh. Und natürlich gratulieren wir den beiden Journalistinnen Uta Meier und Gabi Glasstetter, denen wir auch hier die wir auch im Kongress rumgeführt haben, auf den Camps rumgeführt haben, um ihnen das Club-Innenleben zu zeigen. Übrigens dieses Jahr auch wieder drei verschiedenen Dokumentarfilmer-Teams. Da scheint anhaltendes Interesse an den Impressionen des Kongresses zu bestehen. Und wenn das dazu führt, dass auch noch der Fernsehpreis vergeben wird, dann macht uns das natürlich doppelt stolz. Ja, also wer diese Akte CCC-Doku noch nicht gesehen hat, also die ist wirklich auch sehr liebevoll gemacht. Also sie haben versucht, so ein bisschen in der Zeit zurückzugehen und haben sich auch für die Hardware, die sie da zeigen, ziemlich viel Mühe gemacht. Wo wir gerade beim allgemeinen Flausch sind, so bei der guten Stimmung wollen wir mal außerhalb sozusagen der chronologischen Reihe ein bisschen auf unsere Rundfunkprojekte hinweisen, die vielleicht noch nicht jeder kennt. Also wir haben mal versucht zusammenzutragen, wie viele verschiedene regionale und überregionale Rundfunkprojekte wir so haben, im allerweitesten Sinne. In allererster Linie werden wahrscheinlich jetzt viele Congress Radio mitbekommen, die ja wieder senden. Aber so über die Jahre gibt es sehr viele regelmäßige Podcasts, die wir so haben. Manche werden auch über das normale Radio noch ausgestrahlt, aber manche sind auch nur als Podcast zu haben. Also hier ist eine Menge entstanden. Die Penta Radio, Penta Cast und Penta Music Reihe gehört zu Dresden. Ich glaube, ich kenne jetzt nicht die aktuellen Downloadzahlen, ich weiß aber, dass die relativ regelmäßig produzieren. Penta Music auch reine Creative Commons Music. Sie haben ein regelmäßiges Moderatorenteam, so ähnlich wie wir es auch beim Chaos Radio kennen, waren ja nach wie vor allerdings verlegt auf den Tag donnerstags jetzt ausgestrahlt wird bei Radio Fritz und zum Download zur Verfügung steht. Ich weiß nicht, wer die Logos jetzt kennt, unter dem Chaos Radio ist der Nordfunk aus Mainz, in größeren Abständen, aber durchaus auch sehr hörenswert. Dann gibt es da so eine Alternativlos-Sendung im Chaos Umfeld. Ja. Mir fällt gerade nicht ein, wer die jetzt macht, aber könnt ihr dann vielleicht mir noch Bescheid sagen. Dann Radio Chaotica und darunter Freibeit.
Dann DEF-Radio, ich glaube, das ist Ulm, wenn ich mich recht erinnere. Immer mit ziemlich aktuellen, tagesaktuellen Themen, aber auch in größeren Abständen. Und CERADAR ist Darmstadt auch. Ja. Und der Hackerfunk, nicht zu vergessen, den es ja auch schon viele Jahre gibt. Genau, aber ansonsten ist natürlich auch hier wieder Dezentralisierung angesagt. Es gibt ja hier regelmäßig Bausätze für UKW-Sender. Da setzt euch hin, lötet, gibt immer was Spannendes zu erzählen, die Nachbarn freuen sich. Und die Prozedur zur Lizenzbeantragung ist mittlerweile etwas einfacher geworden. Also nur, falls der Sender etwas größer ausfällt. Der Dresdner Erfer, der ja sich diese Penta-Reihe ausgedacht hat, der hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass wenn jemand so ein Projekt starten will, es wird oft sehr einfach, ist, sich an die freien Radios zu wenden, um da so einen Slot zu kriegen. Auch ein bisschen technische Hilfe, weil die ja oft auch gut ausgestattete Studios haben. Also wer da jetzt ein bisschen beim Nichts anfängt, ist bei den freien Radios, die es ja bundesweit gibt, immer ganz gut aufgehoben. Die wir sowieso prinzipiell unterstützen, sollten wir vielleicht generell mal sagen. Wir bemühen uns irgendwie in der Außenkommunikation ein möglichst ausgewogenes Verhältnis herzustellen zwischen eben den verschiedenen Arten von Medien, die so an uns herantreten. Also wir haben schon von Anfang an immer versucht, auch die freien Radios mit zu unterstützen. Das war eigentlich schon mal wichtig. Vielleicht bei der Gelegenheit, wir haben dazu keine eigene Folie, aber wir haben natürlich neben den vielen Podcasts und Aktionen, die es so gibt, auch noch sehr viele kleinere Veranstaltungsreihen in den AFAs, die sehr regelmäßig stattfinden. Also sehr regelmäßig zum Beispiel in Stuttgart, die immer in dieser Stadtbibliothek machen. Wir haben natürlich immer noch U23 in Köln, aber Köln hat auch noch andere Veranstaltungen mit Open Chaos, wenn ich mich da recht entsinne. Ja, also eigentlich gibt es in wirklich ziemlich vielen Erfa-Kreisen Veranstaltungen. Es gibt von Bremen, die sich auf die Privatsphäre im Internet konzentrieren. In Darmstadt gibt es eher Security-related Vortragsreihen. In Dresden, der Datenspurenkontext gibt da so grob die Richtung vor. In Erlangen gibt es eher unregelmäßige Vorträge. Die haben sich im letzten Jahr auf OZAPFDES konzentriert. Frankfurt am Main haben eine monatliche Vortragsreihe. In Göttingen gibt es jeden Dienstag Lightning und Thunder Talks. Thunder Talks? Naja, Thunder ist dann länger als Lightning. Ah. Thunder Talks. In Karlsruhe gibt es einmal pro Monat Vorträge und Talkshows. In Köln gibt es monatlich das Open Chaos. Der Chaostreff Lübeck macht einmal im Jahr eine ganze Nacht Night of Open Knowledge mit so 150 bis 200 Teilnehmern. In Mannheim gibt es unregelmäßige Vorträge, genau wie in München. In München haben sie aber vorgenommen, das regelmäßiger umzusetzen. Der CCC Ossendorf. Ach, den wollen wir, glaube ich, nicht erwähnen. Nicht. Wir haben da diesen lustigen CCC Ossendorf-Troll. Der CCC Ossendorf ist natürlich irgendwie kein RV oder Chaostreff. In Paderborn gibt es Small Talks, ist auch eine eher unregelmäßige Vortragsreihe. Stuttgart ist seit Jahren dabei mit Vorträgen ohne ein spezielles Thema. In Trier gibt es sehr unregelmäßige Vorträge und in Ulm und Zürich Vortragsreihen, die außer im August in Ulm stattfinden. Und wer jetzt... halt Wien fehlt noch. Im MetaLab gibt es auch sehr regelmäßig Veranstaltungen. Also wir haben jetzt bestimmt welche vergessen. Die Reihe lässt sich noch eine Weile fortsetzen. Und eigentlich schwingt da auch wieder implizit die Aufforderung mit, so Vortragsreihen leben davon, dass Leute da hingehen und vortragen. Deswegen wendet euch einfach an euren nächsten Erferkreis und tragt Dinge. Ich weiß, es existiert immer so dieses, ach, weiß nicht, was ich da so mache, interessiert eh keinen. Aber wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, die finden total spannend, was man da so im kleinen Kämmerlein hackt. Deswegen geht hin, unterhaltet euch mit den Leuten und schlagt ihnen vor, was ihr unterhalten könnt. Ich glaube, dass dieser Jahresrückblick in Erinnerung bleiben wird als der Jahresrückblick, wo wir alle 5 Minuten sagen, dass wir euch dezentral endlich engagieren sollt, aber das ist halt auch tatsächlich eine zentrale Message. Also die dezentrale. Es liegt auch ein bisschen daran, dass wir wenn wir mal so ein Jahr durchgehen und zu überlegen, was wir hier erzählen können, was wir weglassen müssen, natürlich auch bemerken, dass wir mit dem Schatzröner-Hack sehr, sehr viel bundesweite Aufmerksamkeit bekommen haben, die wir aber letztlich auch, ich glaube, in so einem zentralistischen Weg auch nicht abdecken können und wollen mehr. Also wir haben jetzt eine Anzahl von Anfragen, die realistisch nicht mehr zu leisten ist, wenn wir nicht das Sprecherteam irgendwie verdreifachen, weil, glaube ich, aus Kommunikations-Overheads-Gründen schon sehr schwierig wird und übrigens auch aus Gründen des Mangels an Freiwilligen. Deswegen ist, glaube ich, auch die Dezentralisierung der Anfragen, die wir dieses Jahr auch verstärkt versucht haben,
auch ein Weg. Und dazu müssen, glaube ich, auch die AFAs eben coole, aktive Hackerspaces werden. Und das hat sich in bleiben. Viele sind das. Also. Das lohnt sich sowieso mal, die AFAs alle mal abzureisen. Müssen wir mal machen. Ja, da gibt es sogar ein Konzept, heißt Geekends, was in den letzten Jahren auch eher so unregelmäßig funktioniert hat, wo jeweils Erferkreise dazu einladen, dass alle anderen Erferkreise oder Chaos-Treffs in der Republik da mal zu Besuch kommen, um sich da so einem Thema zu widmen. Das hat leider noch nicht so richtig abgehoben, aber ein paar gab es und wir würden auch gerne mehr von sehen. Also ich würde auch gerne selber wieder durch die Republik mehr fahren, mir das da anzugucken. Ich habe gehört, in Rothenburg, ob der Tauber, wirklich eine schöne Stadt, gibt es ein Chaos-Treff und da würde ich gerne mal auf dem Geekend vorbeifahren. Naja, gut. Also wir werden, glaube ich, die Dezentralisierung heute jetzt nicht mehr erwähnen, die haben wir jetzt zur Genüge erwähnt. Wir kommen jetzt zu der Kategorie komische Anfragen im März. Da hatten wir... Wir hatten da ernsthaft eine Anfrage. Eine ernsthafte Anfrage vom ZDF, das bei den Berliner Clubräumen anrief und sie meinten, sie suchten noch Kandidaten für eine Fitnesskampagne. Studie und Voraussetzung sei, dass eventuelle Partizipanten wenig bis gar keinen Sport treiben, weswegen man sich beim CCC besonders gut aufgehoben fühlte. Und sie boten an, dann Unsportlichkeit mit so 100 Euro pro Tag zu vergüten. Wir haben dann darüber nachgedacht, ob wir dann Honk, Hase, Dodger, Frank Rosengart und den Pox-Ascha vorbeischicken. Aber ja, die Klischees über Nerds, die sterben halt auch nicht aus. Ja. Ja. Wir haben dann natürlich leider dankend ablehnen müssen und keine Problem-Nerds, Problemzonen-Nerds vermittelt. Ja, wir hatten im März dann noch, also viele werden sich, oder vielleicht einige werden sich eventuell noch erinnern, diese Copy-and-Paste-Schwankung. Allerdings, wie wir heute wissen, war das ja alles nur das Jongliere mit 80 Disketten. Also es war ja gar nicht so. Wir kennen das ja alle mit den vielen Datenträgern. Also wir sind ja aufgeklärt worden. Ich kenne das bei der Datenschleuder auch, was dann am Ende bei den Bildquellen immer so hinten rüberfällt. Ja. Aber diese Gutenberg-Affäre, über die wir natürlich nicht weiter reden wollen, wo wir jetzt auch nicht wirklich angefragt wurden, bis auf die Tatsache, dass wir manchmal nach Plagiatserkennungssoftware gefragt wurden, hat natürlich zu so einer Regierungsrochade nach dem Rücktritt geführt. Und wir haben also im Zuge dieses Rücktritts einen neuen Innenminister bekommen. Viele wissen noch nicht, wie er heißt. Er ist Friedrich. Er ist auch ansonsten ist nicht sehr auffällig, also auch geistig nicht sehr auffällig. Also nur, wer sich jetzt nicht sicher ist, also von euch aus ist es F1, also die... Ne? Also so, was sich dann so auch im Laufe des weiteren Jahres herausstellte, dass so, also mit de Maizière waren wir so ein bisschen, also gab es zumindest irgendwie eine intellektuelle Gesprächsebene, die doch durchaus interessant war, aber es hat sich dann nicht so sehr fortgesetzt, was leider für so ein paar Initiativen, denn, die uns eigentlich am Herzen lagen, wie zum Beispiel im Datenbrief, wo wir doch schon mit dem Innenministerium durchaus auch in Gesprächen waren, die zumindest nicht so schlecht aussahen, das ist dann leider so ein bisschen im Sande verlaufen aufgrund dieses Personalwechsels. Werden wir noch sehen, was da noch so kommen möchte. Eigentlich muss man schon sagen, dass aus diesem ganzen netzpolitischen Dialog und vielleicht erinnern sich noch welche, und es gab so ein Grundsatzpapier von Vorgänger de Maizière, das ist eigentlich komplett eingeschlafen. Also bisher schlägt uns da aus dem Innenministerium so profundes Desinteresse für die Netzpolitik entgegen. Was aber, wenn man jetzt mal von der Metaebene drauf guckt, so schlecht vielleicht auch nicht ist. Aber vielleicht ist auch einfach die Einarbeitungsfrist ins neue Amt noch nicht vorüber. Die Extended 100 Tage. Also wir wollen es nur erwähnen, denn schließlich ist ja eigentlich das Ministerium auch das Internetministerium. Und das Verfassungsministerium, was man immer wieder gerne vergisst, nicht wahr? Ja, stimmt, richtig. Im März hatten wir die erste kleinere Sicherheitsschwankung, über die wir berichtet haben auf ccc.de. Ja, da war das Homebanking betroffen. Und zwar das Homebanking der Leute, die Bundesschatzbriefe gekauft haben. Also nicht ganz geringe Geldmengen, die durch die Gegend gewandert sind und auch da immer schlecht gesicherte PHP-Seiten mit Cross-Site-Scripting-Möglichkeiten. Hätte viel Geld verlieren gehen können, ist zum Glück nicht passiert. Aber man sieht mal wieder, also es gab da natürlich so Kram wie Security-Reviews und entsprechende Gutachten und pipapo, tralala, was man halt so tut. Und am Ende des Tages hilft es dann halt trotzdem nicht.
Gut, und dann haben wir sozusagen außer der Reihe und deshalb in den März einsortiert, weil ja technisch da an den Start ging so. Noch ein Projekt, was aber über den Monat hinausreicht und für uns nicht unbedeutend ist, nämlich tracker.ccc.de. Wir haben nämlich von vielen Projekten gehört, die gerne ihre Daten in großem Stil verbreiten würden, aber da ungern Tracker von Pirate Bay oder den Abkömmlingen da eintragen wollten. Und wir wollten da ein Zeichen setzen und ein gerade für solche Open Source und auch wissenschaftlichen Projekte von Universitäten freien zur Verfügung stehenden Server anbieten und haben den dann eingerichtet im März des Jahres. Was aber dazu führte, dass der Router, wie wir es schon kennen, ziemlich schnell von der Anzahl der Pakete, die da pro Sekunde vorbeikamen, überwältigt wurde. Und da hinter demselben Router auch noch jabba.ccc.de stand, mussten wir dann erstmal den Service wieder abschalten. Dann brauchte es so 2 Monate, bis wir einen neuen, dickeren Router besorgt haben. Und ja, jetzt seit 4 Monaten schnurrt der Tracker da fröhlich vor sich her und verteilt auch ganz fleißig Daten in alle Welt. Ja. Wir haben das natürlich auch vorher überprüfen lassen, ob das denn auch legal ist, einen offenen Tracker anzubieten für Open-Source-Projekte und wissenschaftliche Daten. Und die Antwort war ja, und es ist auch gut gegangen seitdem. Also bis heute haben wir da keine Beschwerden und keine Also nicht, dass distribuierte Tash-Tables nicht auch toll wären, aber bis die alle eingebaut haben, braucht man noch ein bisschen Tracker. Ja, also ein Forschungsprojekt, auch zur Verfügungstellung von Infrastruktur, das wir mit Sicherheit fortsetzen werden. Wir kommen in den April und traditionell ist im April natürlich das Easter Hack dieses Jahr mit sozusagen dem 10-Jahres-Jubiläum. Also wir blicken da zurück auf eine ganze Dekade Easter Hack und deshalb war natürlich, wie denn immer sozusagen, jede zweite Jahr ist das Easter Hack diesmal in Hamburg. Wollen wir darüber näher berichten? Also ich glaube, die Easter Egg-Veranstaltung ist besonders hands-on. Also ich finde die Workshops, die dort angeboten werden und auch die Intensität des Austauschens und Zusammenbasteln ist schon bemerkenswert. Es gab da einen Vortrag darüber, wie sich in den 10 Jahren das Easter Egg entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob der online gestellt worden ist. Den haben Pylon und VT und Migri, glaube ich, gemacht und Pirks. Dann wird er spätestens heute online gestellt werden. Ja, und wenn das nicht der Fall ist, so fordern wir doch die Genannten auf, das mal online zu stellen. Da kann man eigentlich eine ziemlich interessante Entwicklung sehen, wie sich in den 10 Jahren Easter Hack entwickelt hat. Achso, mittlerweile gibt es sogar eine gemeinsame Webseite. Da gab es ja immer diese konkurrierenden Easter Hack-Webseiten. Jetzt ist das, glaube ich, eine integrierte Seite. Das ist nächstes Ostern ist das nächste. Überraschung. Tja, im April ist so ein bisschen diese Apple Location Gate auf uns niedergeprasselt. Ja, da muss man ja sagen, das war wieder mal ein Fall von Told You So, weil der CCC ja auch immer in der Jury des Big Brother Awards sitzt und unsere Eingabe dieses Jahr und auch die Laudatio, die wir da gehalten haben, ging an Apple wegen des etwas sorglosen Umgangs mit den Daten und dem Einsammeln vieler Daten und 53 Seiten End-User License Agreement. Und nur ein paar Wochen später fiel dann also plötzlich auf, dass alle Apple-Daten ganz schön viel mitschneiden, wo sie sich so befinden. Also known as Location Gate. Und das, ja, klarer Fall von Told You So, haben wir darauf hingewiesen. Wollte damals noch keiner so richtig hören. Es hieß, oh, ihr Basher, irgendwie, ihr seid ja bloß neidisch auf die tollen weißen Telefone. Und wenige Wochen später entlarvt sich Apple also tatsächlich als ausgesprochen sorglos bis profitorientiert im Umgang mit den Kundendaten. Genau. Wir waren im April ziemlich aktiv. Wir haben ein lange diskutiertes Konzept dann öffentlich gemacht. Genau. Also uns wird ja immer vorgeworfen, wir sind ja immer nur dagegen. Ne? Also das ist ja so der Klassiker, er macht ja immer alles nur kaputt. Und in einigen Debatten ist es halt so, dass die Debatten so festgefahren sind, dass man da mal mit etwas innovativeren oder einfach auch nur zumindest den Horizont erweiternden Vorschlägen versuchen muss, irgendwie die Schützengräben so ein bisschen aufzubrechen. Einer davon ist dieses Problem der Vergütung von Kreativen, wo wir ja doch eine relativ festgefahrene Debatte so zwischen, sagen wir mal, so den Kulturflatrate auf der einen Seite und irgendwie noch schärfere Urheberrechtsgesetze auf der anderen Seite verfechtern haben. Und wir haben da mal versucht, ein Konzept zu entwickeln. Das hat sehr lange gedauert. Also wir haben über 1,5 Jahre darüber diskutiert, also nicht nur intern, sondern auch mit Leuten,
die davon ja, profitieren könnten oder betroffen sind, nämlich das Konzept der Kulturwertmark. Ich will jetzt gerade das Konzept im Kern nicht erläutern, das ist ein bisschen länglich, kann man nachlesen. Interessanter war, dass die Reaktionen darauf durchaus sehr positiv waren. Also zu denen wir aufgefordert haben, wir wollten natürlich... Ja, die wollten natürlich Feedback haben, so es wird halt auch noch eine 2.0 dafür geben von dem Konzept. Wir haben es dieses Jahr leider nicht mehr geschafft, weil uns der Staatsräuner dazwischen kam. Aber es wird halt noch eine Fortschreibung, Weiterentwicklung geben mit dem gesamten Feedback, was da reinkam. Ziel ist dabei eben, wegzukommen von dem momentanen Stand der Debatten, der halt doch eher so ein bisschen ideologisch motiviert ist und nicht wirklich nach vorne führt, hin zu einem praktikablen Modell, was Vergütung für Kreative ins 21. Jahrhundert hebt, die Verwerter ein bisschen in ihre Schranken zurückweist, dafür sorgt, dass wir nicht kriminalisiert werden dafür, dass wir Content nutzen möglicherweise sogar noch einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten für Kreative sich zu entfalten und uns lustigen Content zu bescheren, zu bieten. Die Erfahrung, das war sozusagen unser zweites Projekt aus der Serie, mal für etwas sein. Das ist aber schon irgendwie eine negative Darstellung. Das erste war der Datenbrief. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob es irgendwie Spaß macht, für etwas zu sein. Also das Erste, was uns entgegenschlug, war natürlich ein veritabler Shitstorm über diesen Namen. Als wenn nun irgendwie dieser Name Kulturwertmark irgendwie das einzige Thema an dem ganzen Konzept ist. Und dann ist natürlich die Erfahrung, die viele machen, wenn sie ein etwas komplexeres Konzept vorstellen, das war ja auch ein längliches Papier. Also innerhalb von 2 Minuten hat man natürlich die berühmten Trolls bei Twitter an der Backe. Also die müssen die entweder sehr schnell gelesen haben oder aber auch schon irgendwie vorher Gedanken gelesen haben. Also man hat oft eine sehr schnelle Reaktion, ohne viel nachzudenken. Aber im Nachgang, muss ich sagen, wenn man jetzt mal so Mai oder im Sommer danach darüber spricht und auch die so ein bisschen Veranstaltungen, die wir dazu gemacht haben, gab natürlich einige Vorträge, die wir dann dazu gemacht haben und im politischen Raum dafür ein bisschen Lobbying gemacht, die waren dann doch wieder ganz positiv. Also Leute, die sich länger mit diesen Fragen des sogenannten geistigen Eigentums auseinandersetzen, haben darüber anders nachgedacht als so ein bisschen diese Shitstorm-Reaktion auf diesen Namen, an dem wir nicht hängen. Aber wo wir eigentlich letztlich ziemlich coole neue Vorschläge gekriegt haben, wie wir denn endlich mal umbenennen können, weil wir finden ihn jetzt auch nicht mehr so sexy. Also, ich habe damals schon gesagt, ich vertrete eine Mindermeinung, vielleicht ist es gar keine Mindermeinung. Bedingungsloses Grundeinkommen für alle und Abschaffung von Urheberrechtsverwertung. Verhungern die Künstler nicht mehr, haben Zeit, Kunst zu machen, es kommt allen zugute. Also das ist letztlich halt auch unter uns debattiert, so wie das Grundeinkommen, glaube ich, generell im CCC ab und an debattiert wird. Man musste, glaube ich, nicht unbedingt mit den Urheberrechtsverwertungsfragen verknüpfen, könnte man aber letztlich geht uns ja auch darum, die Debatte zu stimulieren. Das ist halt eigentlich der Sinn der Sache. Ja, also das ist so ein bisschen so der Punkt, der mich da eigentlich am meisten geärgert hat, dass die Leute häufiger nicht verstehen wollen, dass man Debatten führt, um inhaltlich voranzukommen. Also wir haben, nicht um Recht zu haben. Sondern wir haben leider durchs Internet befördert eine Kultur, dass es immer erstmal nur darum geht, einen Fehler in irgendwas zu finden, es runterzumachen und irgendwie nicht inhaltlich darüber nachzudenken, ob man einzelne Aspekte zum Beispiel verbessern oder erweitern könnte. Wir werden trotzdem dabei bleiben, dass wir auch Konzepte publizieren, von denen wir denken, dass sie zumindest mal eine Diskussion wert sind und dass man aus dieser Diskussion zukunftsführende Konzepte entwickeln könnte. Gerade das Problem Urheberrechte, Vergütung von geistigen Werken ist halt eines der dicksten Bretter der Informationsgesellschaft überhaupt. Ist vollkommen klar, dass man da nicht in einem Wurf jetzt irgendwie eine Lösung präsentieren kann, sondern dass es halt nur darum gehen kann, halt eine Debatte anzustoßen und da voranzukommen. Und insofern würden wir uns halt freuen, wenn wir in Zukunft da halt einfach, sagen wir mal, ein bisschen Feedback in dem Sinne von, aber vielleicht können wir so und so vorankommen bekommen und nicht nur irgendwie Gemecker über einen doofen Namen. Nun ist aber, muss man dazu sagen, vielleicht die Haltung, finde den Fehler und guck erstmal, wo möglicherweise hier konzeptuelle Fehler sind, vielleicht für die typische Hacker-Geisteshaltung nicht so unüblich. Insofern ist vielleicht gerade in der Community, die wir ja damit vielleicht auch ansprechen wollen, diese Geisteshaltung ja durchaus verbreitet und nicht abzulehnen. Sind wir ja selber oft nicht anders, wenn wir mal an den Schatzhörner denken. Naja,
Wir hatten im April auch noch den ersten klassischen, auf Umwegen zu uns gelangten braunen Umschlag, ja, den wir mit Freude geöffnet haben und mit leichter Verzögerung dann auch öffentlich kundgetan haben. Auf den Stapel gelegt, verloren, wiedergefunden. Man glaubt ja, sie hätten es langsam gelernt. Wir haben viel Mühe gehabt, da Zensursula auseinanderzunehmen und zu zeigen, dass so Netzsperren eigentlich eher so ein Anzeichen von Diktaturen sind. Das hat man auch gesehen, welche Art Regierung dieses Werkzeug braucht, das Internet zu zensieren und zu filtern. Und trotzdem kam dann wieder ein Vorschlag, wie man um Glücksspiele und die armen Glücksspielabhängigen zu schützen, also wie man mit dem Vorwand der Glücksspiele Netzsperren einführen kann, wie man auf Länderebene diesmal versuchen kann, über eine neue Formulierung des Glücksspielstaatsvertrages dafür zu sorgen, dass auch dort wieder unbenannte und noch nicht ausdifferenzierte Listen zur Verfügung stellt, die dann gefiltert werden soll. Das wurde im kleinen Kämmerlein hinter verschlossenen Türen besprochen und dieser Glücksspielstaatsvertrag ist dann bei uns im braunen Umschlag gelandet, wurde veröffentlicht und danach war das Thema dann auch ziemlich schnell wieder gegessen. Also es sind so Informationen, die wollen einfach an die Öffentlichkeit und natürlich ist auch wieder an euch da die Aufforderung, wenn ihr da so Entwürfe durch Zufall irgendwo findet, dann schickt sie uns zu. Wir haben dann einen Briefkasten, der so ziemlich gerne diese Art von Dokumenten entgegennimmt und wir leiten die dann auch an die entsprechenden Stellen weiter. Ein bisschen hat uns, glaube ich, geholfen, dass wir schon vom Jugendmedienschutzstaatsvertrag wussten, wie diese Staatsvertragsnummer eigentlich politisch läuft. Also da hatten wir nur schon irgendwie gelernt, wie diese Länderkoordination und die koordinierenden Staatskanzleien, wie das ungefähr läuft. Insofern konnten wir das auf den Staatsvertrag zu den Glücksspielen übertragen. Und wir hatten noch ein anderes Glück. Unmittelbar nachdem wir es veröffentlicht haben, hatte jemand noch eine neuere Version, die dann auch sofort online kam, sodass man auch so ein bisschen den Diff sehen konnte. Letztlich ist der Glücksspielstaatsvertrag ratifiziert worden, allerdings ohne Bundesland Schleswig-Holstein, glaube ich, aber ohne Netzsperren. Da waren wir doch ganz froh drüber. Im April fängt noch eine andere Kampagne an, die durch den AK-Vorrat, aber auch durch einige CCC-Leute unterstützt wurde, nämlich gegen den Zensus im Jahr 2011. Habt ihr alle schon von gehört, es gibt einen Mikrozensus, Leute werden dazu gezwungen, Fragebögen auszufüllen, die sehr umfangreich sind. Daten werden erhoben und selbstverständlich besteht keinerlei Gefahr für die Bevölkerung, insbesondere besteht nicht die Gefahr, dass diese Daten abhanden kommen, behauptet jedenfalls der Chef des DIW, der Einzige, der seinen Big Brother Award übrigens abgeholt hat, der stand da also auf der Bühne, hat 15 Minuten lang das Publikum beschimpft und und der hat das Problem nicht verstanden. Ich habe mit dem hinterher nochmal geredet und der war halt, also das war dem nicht zugänglich. Ja, wir haben da Daten, klar, wir werten die aus und dann hinterher löschen wir die. Wann ist denn das? Na, in 3 Jahren. Und wenn die Daten wegkommen, ja, was denken Sie denn? Wir sind eine Behörde, da passen doch Leute auf. Und das ist auch so ein klarer Fall von Told You So. Wenn ihr mal ins Wiki geht dieser Veranstaltung, es gibt da eine Webseite, die heißt www.statistik-nord.de. Das ist also das gemeinsame Statistikamt der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein, die auch den Zensus machen für diese beiden Länder. Und da gibt es also eine PHP-Datei, /fileadmin/regional/regional.php. Und da gibt es einen Parameter, der heißt Hamburg. Und wenn man dann da Union Select, hast du nicht gesehen, hinschreibt, dann kommt auch der Rest aus der Datenbank raus, inklusive der Zensusdaten. Das sollten die vielleicht schnell mal zumachen. Aber es ist doch eine Behörde. Das kann gar nicht passieren, ne? Nein. Also was den Zensus 11 betrifft, so glaube ich, ist natürlich im Vergleich zu den Protesten gegen die Volkszählung in den 80ern hier keine wirkliche Gegenbewegung zustande gekommen. Aus meiner Sicht, wenn man über die Jahre guckt, war noch zumindest von der
von dem Widerhall in den Medien die Tatsache, dass einige Nazis sich als Zähler gemeldet haben sollen, weil der nicht mal wirklich belegt ist, noch die größte Meldung und war allerdings vor dem Nazi-Terror, der dann ja erst später im Jahr öffentlich wurde. Insofern blieb das so eine Marginalie. Und natürlich waren auch durch die Art der Registerzählung, also dadurch, dass ja viele Leute davon selbst nicht betroffen waren, nichts mitbekommen haben, die Aufmerksamkeit relativ gering. Zu unserem Bedauern. Dann kam der Mai und mit ihm die große Vendetta an Regierungs- und überregionalen Regierungstreffen, die da kommen. Und im Mai war der G8 und davor der IG8, ja, weil Sarkozy, der damals ja dafür verantwortlich war, den G8-Gipfel zu organisieren, der hatte eben so ein Vorabtreffen gemacht und wollte sich auch über die zukünftige Gesellschaft unterhalten. Und der CCC hat sich eine Erklärung der Zivilgesellschaft angeschlossen, die natürlich auch vor allen Dingen beklagt hat, dass es, wenn es um das Netz geht und technische Themen und die Zukunft dieser Netze, nur darum geht, irgendwie die kommerziellen Interessenträger einzuladen. Das war also so, dass die Zivilgesellschaft an diesem Dialog erst gar nicht beteiligt wurde. Eigentlich so ein Rückfall ins Mittelalter in gewisser Weise. Wir waren da so ein bisschen gewarnt worden. Sarkozy hatte sich am Anfang des Jahres schon so irgendwie in einigen französischen Medien dazu geäußert, dass er sich gerne so ein bisschen profilieren will mit dem Netzthema. Wir haben aber danach eigentlich gelernt, dass nachdem dieser IG8-Gipfel stattgefunden hat und viele Fotos gab und so, ihr wisst schon alle, mit Zuckerberg und wer da alle da war, war das Thema eigentlich erledigt und wir haben dann nicht mehr viel aus Frankreich gehört, außer Hadopi. Ja, und danach war dann auch Bankenkrise, ne? Ja, wahrscheinlich war danach Bankenkrise. Also ich meine, ja, eigentlich geht es ja nur darum, dass sie so sich alle 2 Monate mal auf irgendeinem Gipfel treffen können und dann wenn die Themen durchrotiert. Wir haben uns im Mai noch einer anderen Kampagne angeschlossen, aus der eine etwas längerfristige Zusammenarbeit geworden ist, die, glaube ich, auch fortgeführt wird, nämlich eine Kampagne des Genethischen Netzwerkes, die sich zunächst mit einem offenen Brief an unsere Justizministerin gewandt hat und auf ein Problem hinwies, für das sehr schwer irgendwie Awareness herzustellen ist, nämlich die Tatsache, dass sich die genetischen Methoden und Datenbanken sehr verändern in der letzten Zeit, dass die Zunahme der genetischen Daten, die digital gespeichert werden, zunimmt. Wir hatten jetzt auf mehreren Veranstaltungen des CCC auch Leute, auch wie beim Kongress am Tag 1, wer sich dann nachher den Film mal ansehen will. Wir haben versucht, da eine Zusammenarbeit zu etablieren, auch weil es CCC durchaus eine Biohacking-Gruppe gibt, die sich also mit den Fragen der genetischen Daten auseinandersetzt. Auch da ist ja einiges an Hackpotenzial. Wenn man daran denkt, wenn man mal die Bezüge zu dem Fingerabdruck-Attrappen herstellen will, dann wie wir ja gehört haben, zumindest stand in einem Zeitungsartikel, plant ja die Bundesregierung für den elektronischen Personalausweis schon die nächste Version, die ja dann inklusive genetischer Daten sein soll. Allerdings ist es bisher tatsächlich nur eine Zeitungsmeldung. Es wird zusammen mit den Sozialdemokraten im Bundestag dazu auch eine Anfrage geben, denn wir wollten das schon gerne genauer wissen von der Bundesregierung und haben versucht, also zusammen mit den Sozialdemokraten in eine Anfrage loszuwerden. Das wird aber zunächst mal nicht bestätigt. Also wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir wirklich mal Informationen dazu haben. Das war eine Information, die wohl auf einer Veranstaltung der Bundesdruckerei, die ja den Pass herstellt, öffentlich gemacht wurde, gibt aber bisher keinerlei Bestätigung, da warten wir noch drauf. Wundern würde uns das nicht, wäre quasi so eine Art logischer Schritt und dass sie natürlich die Datenfelder, die frei sind beim Personalausweis, anderweitig belegen, passt in die Strategie. Aber da werden wir sicherlich im Laufe des Jahres noch drüber berichten, kein Rückblick ist ohne Ausblick, also der Ausweis wird uns wahrscheinlich auch in Zukunft noch beschäftigen. Es gibt übrigens jetzt nach vielen Monaten auch mal eine Antwort der Bundesjustizministerin, die offenbar an diesem Thema kein brennendes Interesse hat, sondern so einen, naja, ich würde mal sagen, aus Textbausteinen zusammengesetzten Kurzbrief zurückschickte mit der Anmerkung, dass sie das Anliegen verstanden hätte. Na gut, ja. Wir haben Ihren Brief gelesen. Wir haben Ihren Brief gelesen. Naja, es gab da auch so eine Übergabe natürlich, also und es gibt eigentlich eine ziemlich interessante, wir sehen ja da oben diese Wattestäbchen, also es gibt den Willi Watte, das heißt, es gibt, wir waren noch bei der Demo, da so ein großes Ding, was aussieht wie ein Wattestab, wie nennt man das, ist das eigentlich schon Cosplay? Ich bin nicht sicher, also so ein Willi Watte eben, also
man kann das schon medienwirksam benutzen und gibt auch so ein Kampagnenvideo und dergleichen. Also wir versuchen da regelmäßig eine Zusammenarbeit mit dem genethischen Netzwerk herzustellen. Gibt da schon seltsame Fetische? Ja, seltsame Fetische. Wir haben im Juni, wir hatten eine GPN, ja, eine Gulasch-Programmiernacht. Das ist die GPN, die wir leider beim letzten Jahresrückblick vergessen haben, aber sie hat stattgefunden. Und diese war die 11. Gulasch-Programmiernacht. Und auch diesmal ist sie, wie man schon an dem Bild sieht, wieder gewachsen. Ich muss ja zugeben, ich probiere seit 11 Jahren dahin zu kommen. Das ist immer so weit nach Karlsruhe von Berlin. Vielleicht schaffe ich es dann nächstes Jahr mal. Also was man von den Leuten hört, die da sind, ist auf jeden Fall, das ist eine sehr kuschelige, sehr schöne Veranstaltung. Es sind immer alle begeistert, die da wieder kommen. Muss gut sein. Wir hatten im Sommer noch einen interessanten, naja, vielleicht eine Bestätigung der konstanten Arbeit des CCC, denn es gibt einen bayerischen IT-Beauftragten, der hat den Namen Josef Pschierer und der ist ein bisschen durch die Presse getriggert und hat sich sozusagen über die IT-Themen der bayerischen Landesregierung unterhalten und der hatte als letzte so eine interessante Frage in dem Interview, die uns in der langjährigen Arbeit des CCC ja enorm bestätigt hat, denn er wurde gefragt, naja, wie ist das denn eigentlich, arbeitet die Staatsregierung von Bayern jetzt irgendwie mit diesen Hackern da zusammen? Und er hatte die schöne Antwort gegeben, dass der Chaos Computer Club schließlich keine kriminelle Vereinigung sei und er hätte da keine Berührungsängste. Da haben wir uns doch sehr gefreut. Nach 30 Jahren. Das heißt, die Frage ist nur, ob wir irgendeinen Hacker vom CCC kennen, der mit diesem IT-Beauftragten schon mal Kontakt hatte. Mir ist bisher keiner begegnet. Also die Kontakte sind noch sehr marginal. Sonst würde er wahrscheinlich seine Meinung auch gleich wieder revidieren. Also ein bisschen auffällig ist auch, dass der Kontakt mit, soll ich mich ausdrücken, Leuten, die tatsächlich Einfluss haben, schon enger und intensiver wird. Das ging im letzten Jahr schon los. Da hatten wir die Debatte, kann man mit Innenministern reden? Ja, mit dem, den wir hatten, konnte man zumindest noch reden. Mittlerweile ist es so, dass wir uns schon die Frage stellen, also wie weit geht das, die Welt verändern können? Also man kann die Welt nicht verändern, wenn man nicht mit ihr redet. Wann ist man zu weit auf Leute zugegangen und lässt sich reinsaugen? Das ist so ein bisschen das Dilemma. So, wenn man mit dem Teufel tanzt, dann verändert man nicht den Teufel, sondern der Teufel verändert dich. Ist das Argument. Das andere Argument ist, wenn man nicht mit den Leuten redet, kann man nichts machen. Das ist eine Debatte, die ist auch gerade sehr spannend auf verschiedenen Ebenen. Also wie weit geht das? Die werden wir führen müssen in den nächsten Monaten. Also auch im Hintergrund, was macht man denn beruflich? Für wen ist es okay zu arbeiten? Für wen ist es nicht okay zu arbeiten? Mit wem kann man reden und Kaffee trinken gehen? Und mit wem kann man politische Arbeit machen, wem nicht? Das sind schwierige Abgrenzungen und denke, da werden wir auch auf der Mitgliederversammlung drüber reden müssen im Januar. Also behind enemy lines ist kein Zufall. Ne? Das ist schon ein Dilemma, in dem wir uns befinden, moralisches. Wir müssen mal diskutieren, wo da unsere Grundlagen sind. Ja, also der Das ist auch einer der Gründe, wir werden immer wieder gefragt, warum macht ihr es denn nicht mal professionell, warum stellt ihr nicht mal irgendwie Leute an, die es machen. Und einer der Gründe, warum wir darauf beharren, dass also auch gerade die politische Lobbyarbeit rein freiwillig ist, ist, dass wir nur, wenn wir es auf freiwilliger Basis machen, also nur, wenn wir es sozusagen nur und dann machen und wir Lust darauf haben, in der Lage sind, halt genau diese Distanz wahren zu können. Also einfach zu sagen, okay, wenn uns da diese Umarmung irgendwie zu eng wird oder wenn wir versucht werden, vereinnahmt zu werden oder irgendjemand versucht, sich mit uns zu schmücken, dass wir dann einfach sagen können, nö, wir haben einfach keinen Bock mehr, machen wir halt nicht, wozu auch. Und diese Freiheit uns zu erhalten, deswegen lassen wir es halt eben dabei, dass wir es halt möglicherweise vielleicht nicht ganz so effizient sind und möglicherweise etwas weniger wirksam sind, als wir sein könnten, wenn wir das professionell machen wollen. Aber das ist halt eben nicht der Maßstab, den wir daran legen, sondern der Maßstab, den wir haben dabei, ist, dass wir halt ehrlich bleiben und dass wir in der Lage sind, genau das zu sagen, was wir sagen wollen, ohne uns von irgendjemand abhängig zu machen oder irgendjemand Gefallen tun zu müssen. So. Und dementsprechend ist natürlich immer eine Balance und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen darüber, ob man mit diesem oder jenem zu gewissen Zeiten reden kann. So, wir haben eigentlich nur einen Grundsatz, der ist, dass wir, wenn ein Wahlkampf ist, dann machen wir keine öffentlichen Veranstaltungen mit Parteien. Ansonsten sagen wir, okay, wir reden halt mit allen außer den Nazis und versuchen halt einfach auch auf der Basis dessen, dass wir Sachkenntnis in Debatten einbringen, Dinge voranzubewegen, aber machen uns halt auch nicht so viele Illusionen darüber, wie wirksam das tatsächlich im politischen Alltagsgeschäft sein wird. Also wir haben...
Also ich glaube, wir haben in diesem Jahr auch sehr deutlich gemerkt, dass für uns Sprecher, aber betrifft auch manchmal in den regionalen RFAs die Leute, die mit der Presse zusammenarbeiten oder die Vorträge halten oder dergleichen, die Fallhöhe ist schon deutlich höher, also auch die Erwartungshaltung, die uns so entgegenschlägt. Natürlich, klar, es war schon immer so, dass man manchmal seine Worte sehr genau abwägen muss, aber wir merken natürlich auch, dass wir so ein paar Journalisten an der Backe haben, die nur darauf warten, dass wir mal eine, na, sag mal, zwielichtige Äußerung machen. Das merken wir natürlich schon deutlicher als früher. Insgesamt ist uns, glaube ich, von der Berichterstattung her, sind uns viele Journalisten gewogen, die viel mehr geworden sind. Alle Verlage haben natürlich jetzt Leute, die sich mit technischen Themen, mit Netzpolitik auseinandersetzen und so weiter. Aber wir merken natürlich auch, dass da teilweise ja, sehr, sehr, sehr kleinteilige Kritik kommt, also die sich manchmal so an einzelnen Wörtern festmacht, was wir früher eigentlich nicht so hatten. Also da wird manchmal eben das Wort sehr genau abgewogen. Und da wir aber nicht in so einen Politsprech abgleiten wollen, denke ich immer noch gerne ja, uns den wir sehr bescheinigten rotzigen Ton beibehalten wollen, haben wir zumindest versucht, das noch für die Pressemitteilung weiterhin zu tun. Aber tatsächlich kriegen wir jetzt manchmal vor den Latz, dass wir sowas nicht sagen dürften oder man müsste doch diplomatischer ausdrücken, haben wir aber nicht so wirklich Lust drauf. Ja, also Diplomatie ist nicht so unser Ding, ne? Also der... Und wir werden auch immer noch keine neue Rechtschreibung auf ccc.de schreiben. Nee. Naja. Also dieses Problem wird uns natürlich weiter begleiten, natürlich umso schärfer, je mehr halt diese Themen halt ins Zentrum des Interesses rücken. Eines der Dinge, wo wir schon eine Weile drauf rumgeklopft hatten, war der elektronische Entgeltnachweis, der dazu führen sollte, dass alle Betriebe automatisch alle Daten über Gehaltszahlungen an zentrale Stellen, nämlich beim Finanzamt, übermitteln sollten. Was halt ein riesiges Monster geworden wäre, wo halt einfach eine Menge Datenschutzprobleme entstanden wären. Zum Beispiel wäre es halt aus den Daten problemlos möglich gewesen, festzustellen, wer denn wann gestreikt hat, indem man halt die Zahlung der Streikgelder sieht und ähnliches. Und zum Glück sind da auch die Gewerkschaften relativ rechtzeitig aufgewacht, sodass man, also da es da einen relativ einheiligen Widerstand gab. Und dann hatten wir halt auch noch Glück, wie immer bei staatlichen Software-Großprojekten. Ist da T-Systems beteiligt? Ich weiß nicht genau. Ich will jetzt niemanden verleumden, der es nicht verdient hätte. Ist jemand von T-Systems hier, der kurz bestätigen könnte oder aber auch falsifizieren? Nicht, na gut. Ist auch egal. Ist also, jemand von T-Systems hier? Ihr könnt euch auch anonym melden. Gut, also Elena ist sowieso erst bei der Runde beerdigt. Wahrscheinlich wird es ein Zombie, der immer wieder aufersteht. Ja. Je nach irgendwie Softwareversion, die dann doch vielleicht nochmal irgendeinen gefakten Abnahmetest überstanden hat. Wir müssen da auf Neusprecher und Umbenennungen achten. Also da müssen wir schon ein Auge drauf haben, ja, was da nächstes Jahr so kommt. Wir haben auch schon so einige gehört. Ja. Bestimmt die Idee ist ja. Wird es dann Anele oder so, ne? Ja, es gibt sehr viel, ja. Nee, das würde aber nicht in diese Elster-Strategie fassen. Die haben noch alle diese. Das ist noch alle Akronyme. Also wegen E-Government und so? Ja, gut. Also wenigstens mal was Positives. Ja, Verkacken im Industriemaßstab hat häufig mal durchaus positive Auswirkungen. Uns bleiben da Dinge erspart. Vielleicht auch dieses Jahr noch weiter. Dann hatten wir schon einen Grund zu feiern. Dann haben wir natürlich auch ausgiebigst getan, nämlich beim diesjährigen Camp, wo ich glaube, ich habe da eigentlich kaum Menschen getroffen, die nicht schwer begeistert waren. Also ich glaube, das Camp war sowohl von der Organisation, vor allen Dingen aber von den vielen Workshops, von dem Hands-on-Zeug und auch vom Vortragsprogramm, und der vom Wetter übrigens auch, es war ein voller Erfolg eigentlich und für uns alle eine ziemlich coole Sache. Camp war toll. War jemand von euch nicht da? Boah, was habt ihr denn gemacht? Jetzt bin ich aber echt ein bisschen baff. Ihr wart nicht beim Camp? Wieso wart ihr nicht beim Camp? Also das Camp, ja, da gibt es so viele freie Plätze, da kann man hin. Ja, es gibt keine Ticketknappheit, also. Okay. Die Luft ist besser. Aber wahrscheinlich sind sie alle im Urlaub. Das also Termin. Ihr habt echt was verpasst, so kann man ja nicht anders sagen. Gott sei Dank gibt es eine ganze Menge Filme, vor allen Dingen über die epische Illumination, die nachts auf diesem Luftfahrtmuseum zu sehen war. Und ich glaube, es hat auch diesen Community-Charakter nochmal sehr gestärkt, weil man, glaube ich, in diesem Camp zu sagen, wo man ja auch nicht in einer Großstadt ist, wo man irgendwie abends, weiß ich nicht, irgendwo hingeht in die Clubs, sondern weil man ja in diesem Dorf da gefangen ist und dann irgendwie auch abends sich dort irgendwie zusammen in den Partys einfindet. Also es hat immer einen interessanten Community-Charakter.
Und da war auch wieder eigentlich sehr viel internationales Publikum da. Also ungefähr wie hier, würde ich sagen. Vielleicht ein ganz bisschen weniger, aber aus allen Ländern der Welt kamen Leute zum Camp. Nehmen wir uns für in 4 Jahren wieder vor, oder Andreas? Naja, also, vielleicht sollte man auch nicht über Modelle sprechen, was man mit dieser Veranstaltung hier macht, aber eine der Optionen, über die Leute nachdenken, ob das sinnvoll ist oder nicht, wäre irgendwie einfach nur noch zu campen und nicht mehr sich ins Haus zu setzen. Gibt dann auch immer Leute, die sind weniger begeistert und meinen, sie stehen auf Hotelzimmer und nicht so auf Zelte. Also wir campen einfach auf dem Alex. Aus der Abteilung unsportliche Nerds. Also sagen wir mal spätestens in 4 Jahren wieder. Ja, es gab beim Camp noch so einen kleinen, wie soll ich das nennen, Incident. Das erste Mal dieses Jahr, das wir dann mit Wanzen zu tun hatten. Das war dann noch nicht die Computerwanze, sondern da gab es ein paar Fälle von Borreliose. Ja, in der Wildnis draußen. Ja, als Kinder da durch den Rasen gestapft sind und da kam dann auch der Aufruf an alle nochmal, sich nach so Zecken abzusuchen und vorsorglich nachzuschauen, ob sie nicht Borreliose, was auch eine seriöse Krankheit ist, abbekommen haben. Aber richtig haben uns die Wanzen dann erst später im Jahr noch beschäftigt. Gott sei Dank ist es also nicht zu einem großen Hacker-Niedergang gekommen, sondern also blieb dann letztlich bei der Warnung. Wir probieren es jetzt dieses Mal mit der Kongressseuche wieder. Ja, es gab da noch einen anderen Inzident beim Camp. Gibt es hier irgendjemand, der dazu was sagen will? Dann informieren wir sozusagen nur darüber, der Vorstand des Chaos Computer Clubs e.V. hat Daniel Domscheid-Berg am letzten Tag morgens früh um 4 aus dem Chaos Computer Club e.V. ausgeschlossen. Die Entscheidung ist durchaus nicht unumstritten und wenn ihr eine Meinung dazu habt, kommt zur Mitgliederversammlung, um das auszudiskutieren. Möchte noch hier jemand was dazu sagen? Ja, so sieht das wohl aus. Wir haben uns trotzdem, glaube ich, das Feiern nicht nehmen lassen, obwohl natürlich, wie vielleicht einige mitbekommen haben, doch zu einem etwas längeren und auch noch nicht beendeten Streit im TCC geführt hat. Denn wir hatten schließlich auch noch um Camp herum die Feiern zu 30 Jahre CCC, wo wir natürlich, also wir jetzt selber erst ein bisschen später feiern konnten, weil wir natürlich sehr viele Anfragen hatten und uns mit der Öffentlichkeitsarbeit befasst haben, aber letztlich gab es von mehreren AFAs ziemlich bemerkenswerte Partys dazu, also wir haben sozusagen vom Camp dann gleich durchgefeiert und eigentlich eine sehr wohlwollende Berichterstattung, die manchmal auch einige Tatsachen zutage gefördert hat, die wir selber nicht mehr so richtig wussten. Also Dinge, die Leute aus den Archiven in ihren Zeitungen und in den Fernsehsendern herausgegraben haben, was wir eigentlich ganz schön fanden. Und glaube ich auch, die mittlerweile schon, eigentlich schon ein bisschen obligatorische Berichterstattung in den Medien, die wir jetzt schon fast so ein bisschen gewöhnt sind, die aber doch eigentlich immer noch ein bisschen bemerkenswert ist, wie also etwa Computer können dein Leben verbessern, verändern. Dieser Satz stammt aus der sogenannten Hackerethik und zählt zu den Grundsätzen des Chaos Computer Clubs. Die Mitglieder des Vereins sind inzwischen begehrte Ratgeber, wenn es um Chancen und um Risiken der Digitalisierung geht. Vor 30 Jahren war das nicht unbedingt absehbar, als sich eine Gruppe von Hackern zum ersten Mal in Berlin traf. Ganz analog fing alles an. Per Zeitungsannonce in der Tageszeitung Taz suchte vor 30 Jahren in Berlin eine kleine Gruppe Computerfreaks, wie sie sich selber nannten, Gleichgesinnte. Also jedenfalls, es gab eine Menge Berichterstattung, weil jetzt noch so ein Ausschnitt, den ich jetzt mal zeigen wollte. Also insgesamt war das sehr wohlwollend und auch durchaus so ein bisschen reminiszierend eigentlich, also auch wie sich die Hackerszene verändert hat, wie sich der Club verändert hat. Und drückt sich eigentlich auch in mehreren Dokumentationen, die es über das Jahr gab, aus, die oder auch Bücherprojekte, die entstanden sind. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also Arte hatte einen eigenen Themenabend über Hacker und die Hackerszene, wo wir auch auftauchten, ist der Eingang vom CCCB in der Marienstraße zum Beispiel. Es gab ein interessantes Buch von Beggy Hogge, die ja auch hier beim Kongress war, die so ein bisschen versucht hat, auch ein bisschen Psychogramm der Hacker zu malen. Da sind auch mehrere eng mit dem CCC verbundene Hacker porträtierte Buch. Barefoot in Cyberspace, Into Cyberspace ist übrigens
oder Creative Commons License auf ihrer Webseite von Becky Hogge zu haben. Also es lohnt sich zu lesen. Das ist sehr kurzweilig und interessant. Also wir hatten sehr viele Leute, die plötzlich dokumentarisch an uns herangetreten sind und versucht haben. Ja. Also nochmal, Andreas, du warst ganz schön alleine im CCCB, wa? War wieder vormittags, wo sie gedreht haben? Stimmt, ja. Also 12 oder so, 13 Uhr. Wobei sie auch nicht immer, also sie nehmen sich jetzt auch nicht immer die Sprecher her. Also wir hatten bei den verschiedenen Dokumentationen, die mit uns irgendwie zusammengearbeitet haben, auch oft also Mitglieder, die bereit waren, sich für Dokus filmen zu lassen. Also es sind nicht immer die Sprecher, auf die sie da so abstellen. Uns fiel halt nur auf, dass es mehr geworden ist. Muss man, glaube ich, schon sagen. Und auch, glaube ich, okay, Männer. Na, ihr wollt dazu nichts weiter sagen? Nö. Ist ja auch okay. Im September haben wir uns wieder der Freiheit statt Angst-Demo in Berlin angeschlossen, die nicht so groß war wie schon in manch anderen Jahren davor, aber auch nicht klein, sondern vielleicht aus, oh, wollen wir Paddelhuhn-Zahlen nennen oder richtige Zahlen? Nennen wir schöne Zahlen. Ja, also es war nicht wenig, aber war auch, also für Berliner Verhältnisse eher eine kleinere Demo, muss man wohl sagen. Also in Berlin finden sich ja manchmal schon sehr große Demos zusammen. Dennoch war es ein ziemlich buntes Feld, zumal auch eigentlich wieder alle Parteien vertreten waren. Es gab so ein bisschen Gelächter, als man sich am Pariser Platz zusammenfand und da stand so eine große gelbe Liberalengruppe. Das war so ein bisschen, die CDU hatte sich nicht eingefunden, ich habe jetzt alle Parteien gesagt. Aber also nur anonym, wenn. Also es war eigentlich wieder ein breites Bündnis, also auch die Unterstützergruppen waren so groß, es waren 50, 60 Unterstützergruppen wieder, aber ich glaube auch aufgrund der Vorjahreszahlen, die wir in den Jahren davor so hatten, wo die auch einmal im Wahlkampfjahr war, lässt schon das Interesse auch in gewisser Weise nach, dafür auch auf die Straße zu gehen. Es war zwar nicht wenig, aber hätte auch noch mehr sein können, muss man wohl sagen. Und wo wir schon zu sagen, wo wir bei der... Ach, eigentlich sollte zur Infrastruktur, aber ist deshalb in den September gerutscht, weil es im September wieder online ging. Genau, wir betreiben ja seit jetzt schon fast 3 Jahren den Dienst Anonbox, der einfach jedem, der eine Wegwerfadresse braucht, nicht seine wertvolle E-Mail-Adresse, Firmen oder Behörden in die Hand drücken möchte, kann sich da einfach eine Einmaladresse klicken und danach benutzen und innerhalb der nächsten 24 Stunden abholen. Wir haben den Dienst umziehen müssen, der war zwischendurch kurz nicht erreichbar, aber steht... Nur eine ganze Weile, ehrlich gesagt. Also, Entschuldigung. Steht aber seit September wieder allen zur Verfügung. Also wir sind ziemlich oft in der Zeit, es ging so ein bisschen über Camp angepinkt worden, dass also doch offenbar ganze Menge Leute Anonbox benutzen und wo denn, also ob es jetzt bald wieder weitergeht und dann nach dem Camp hat es dann endlich mal hingehauen. Man bekommt ja so für die wirkliche Reichweite, da wir da nicht loggen und nicht reingucken können, wie viele Leute den Dienst wirklich benutzen, bekommt man eigentlich immer erst von der Reichweite mit, wenn es mal nicht funktioniert, weil dann stürmen plötzlich riesige Mengen E-Mails auf einen ein. Genau. Naja, wir haben ja eigentlich in diesem Jahr auch verstärkt neue Rückkanäle benutzt. Der CCC hat ja eine ganze Menge Twitter-Accounts, die auch als Rückkanal benutzt werden. Also fast jeder, also ich glaube fast jeder Erfer hat mittlerweile irgendwie so ein Twitter. Und natürlich, also wahrscheinlich, wenn es die meisten wissen, es gibt ein Event-Twitter hier und das Infodesk twittert mittlerweile. Wir haben Chaos-Updates als sozusagen zentrales Outlet für clubrelevante Sachen. Also es ist so ein bisschen ein neuer Kanal dazu gekommen, aber da erleben wir natürlich auch, dass oft mehr Service und sofortige Rückmeldung gewünscht wird. Also bei Anonbox etwa hatten wir doch einige echt penetrante Nachfrager, die sich auch immer so vorstellen, dass wir gerade an der Kiste sitzen und jetzt aber ganz dringend mal sofort. Also es ist halt manchmal so ein Prozess, dass im Club die Projekte, findet doch mal eine Ausrede, Erdgeist, für Anonbox. War Camp ist eine gute Ausrede. Aber wir haben noch ein anderes interessantes Infrastrukturprojekt, eine etwas kleinere Natur, von einer Trollhöhle in Darmstadt organisiert und hier vom Darmstadt der Echo in die Zeitung gehievt, nämlich so eine Art toter Briefkasten, aber für USB-Sticks, fanden wir doch sehr innovativ. Das hängt da in der Mauer und dann kann man sich da, wenn man etwas in den toten Briefkasten werfen will, andocken. Genau. Mhm. Ich auch ein? Also was nicht heißt, dass wir jetzt alle dazu auffordern würden, da jedes Mal, wenn irgendwo noch was nach USB aussieht, seinen Rechner daran anzuschließen. Also wie wir gelernt haben, ist ungeschützter Datenverkehr gerade über USB
durchaus zumindest eine interessante Angelegenheit. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte. Naja, das wäre aber nochmal eine Idee, so überall einfach kostenlose USB-Ladegeräte zu verteilen und dann zu gucken, wer da seine Telefone reinsteckt. Du, das wird an Flughäfen mittlerweile professionell betrieben. Na, ihr scared? Whoa. Tja, und im Oktober sind wir wieder allesamt ins schöne Dresden gefahren. Genau, also einer der meint zumindest mal persönlich meine nach schönsten Veranstaltungen, die im CCC-Kontext stattfinden, sind die Datenspuren in Dresden. Eine sehr angenehme Veranstaltung, die sich auch dadurch auszeichnet, dass sie halt sehr gut abstrahlt in die Umgebung da. Also das ist halt kostenlos, sind halt immer eine Menge Leute da, die sonst sich auf CCC-Veranstaltungen nicht finden. Und sehr angenehmes Klima, sehr angenehme Location. Also kostenlos, ohne Ticketvorverkauf. Genau, ohne Ticketvorverkauf, ja. Durchaus sehr zu empfehlen, also wenn man da so Mitte Oktober Zeit hat, da hinzukommen, macht das mal, das lohnt auf jeden Fall. Wir haben gerade erfahren, dass es einen neuen Termin gibt für die Datenspuren. Sie werden also auch 2012 wieder stattfinden. Und wer sich den Termin schon merken will, es wird der 13. und der 14. Oktober sein und hoffentlich wieder in dieser Location, nämlich in der Scheune. Ist das Neustadt? Also die Neustadt ist ja in Dresden die Altstadt. Neustadt. Ja, das ist Neustadt. Aus irgendeinem Grund. Das wird auf jeden Fall wieder stattfinden. Da steht ein cooles Team und glaube ich besonders berühmt sind die Datenspuren dieses Jahr geworden für ihren Junghacker-Track, der sehr gut besucht war, allerdings deutlich jüngeren Kindern als vermutet wurde. Also das war ganz toll. Und hat natürlich jetzt hier auf dem Kongress, haben ja vielleicht einige gesehen, ja, so ein bisschen Widerhall, wo denn auch Junghacker-Tracks gibt. Also wir kümmern uns ja um unsere Nachwuchsdemografie hin oder her. Nicht wahr? Naja, und danach, natürlich. Wie Andreas jetzt schon gestern anmerkte, der Frauenanteil bei den jungen Hackern lag bei 50%. Also können wir alle auf bessere Zeiten hoffen. Da werden wir vermutlich anschließen können. Ja, und nach den Datenspuren war eigentlich dann irgendwie der Spaß vorbei. Zumindest erstmal, weil natürlich dann die Stratz-Trojaner-Sache kam, die uns natürlich alle ziemlich lange, ziemlich doll beschäftigt hat, aber die natürlich auch Spaß machte, aber erstmal so eher ein bisschen anstrengend war und auch ccc.de mal wieder stark belastet hat. Also wir sehen hier die Statistik von der Veröffentlichungswoche. Ich muss noch mal konstatieren, zu meiner persönlichen Überraschung auch, dass wir hier, anders als wir sonst immer haben, tatsächlich gleichzeitig eine deutsche und englische Pressemitteilung hatten. Das schaffen wir oft nicht, weil der Translate-Team, was wir eigentlich für die Übersetzung haben, ist so ein bisschen fluktuierend. Das heißt, es funktioniert nicht immer so richtig und wir haben oft dann nicht Zeit, noch selber die Übersetzung zu machen. Haben wir hier aber gemacht und es war tatsächlich so, dass die englische Variante genauso wie bei der FAZ-Variante von Franks Artikel, die ja auch übersetzt wurde in Englisch, deutlich mehr Downloads für die englische Variante war. Das betrifft aber auch die Tweets von Chaos-Updates, also die Retweets von der englischen Variante waren deutlich höher. Also anders als wir erwartet haben, weil der doch eher ein deutsches Thema ist und eine sehr deutsche Technik in gewisser Weise, die Digitas da geliefert hat, war doch so, dass das nationale Interesse... Also, Moment, sagen wir mal so, nicht in der besten Tradition deutschen Ingenieurswesens. Aber klar ist halt, dass diese, also es war zu dem Zeitpunkt auch nicht so richtig klar, dass Deutschland gerade bei diesem Thema Einsatz von Trojanern in der Strafverfolgung, dass diese Diskussion anderswo überhaupt nicht öffentlich geführt wird. Also dass halt, dass es sowas gibt, ist allen so ansatzweise klar in fast allen Ländern, aber da wird halt nicht so offen und so massiv drüber diskutiert, wie es hier ist. Und dementsprechend ist die deutsche Diskussion auch sehr, sehr wichtig. Also es wurde mir eigentlich auch erst im Laufe dieser Staatstrainer-Geschichte klar, als ich dann auch die Downloadzahlen gesehen habe von den englischen Medien und den Pickup, der in englischen Medien passiert ist, dass diese Diskussion, die wir hier führen und auch was aus dieser Diskussion rauskommt, wie immer bei solchen Themen eine sehr grundsätzliche Bedeutung hat, die weit über Deutschland hinausgeht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir in dieser Debatte auch nicht nachlassen. So. Ja, insofern... Also, ja. Wir
Wer sich für die Details interessiert, vier aus dem Team der Staatstrojaner Hacker-Truppe hat sich ja am Montag da ein bisschen intensiver hierzu geäußert, also, und wir waren noch nicht ganz runter vom Podium, da stand irgendwie der Film schon bei YouTube, wurde aber kurzzeitig wegen Überlänge entfernt, aber auf jeden Fall, also man kann sich natürlich ansehen, wer sich auch näher für die technischen Details interessiert oder überhaupt für die Details noch weiter interessiert, kann sich ja gerne den Talk vom Montag, vom Tag 1 anhören. Was richtig toll war, ist, dass wir zum ersten Mal eine richtige Pressekonferenz bei uns im Club abgehalten haben. Spontan wohlgemerkt. Da standen dann plötzlich so wirklich alle ganz großen Nachrichtenorganisationen, standen da mit ihren Kamerateams, stolperten sich über die Beine und waren da jetzt überrascht, wollten nicht noch eine Stunde warten, also haben sie sich da vollständig vor uns aufgebaut. Und dann haben wir eine improvisierte Pressekonferenz, wo ich neben Konstanze die Fragen beantwortet habe und Reuters am Ende entschieden hat, dass meine Antworten zu technisch sind fürs Publikum. Also stand ich die ganze Zeit auf dem Video rum wie so ein Zapatista, der aufpasst, dass der Pressesprecher da vorne nichts Falsches sagt. Und aber zumindest konnte Konstanze zu den politischen Aspekten sehr fundiert Auskunft geben. Wir haben da leider noch einen kleinen PR-Gau dabei gelandet. Wir haben nicht so richtig geguckt, was hinter uns steht. Also man baut sich ja dann da, sie sind mit dem ganzen Licht auf, die haben sich ja alle so ein bisschen drängend. Und wir haben halt nicht so richtig geguckt, was hinter uns im Bild sein würde. Zunächst mal haben wir das große Display, was wir auch bespielt haben, fanden die als Hintergrund gut. Also da lief halt so ein bisschen Nullen und Einsen und so. Nee, da lief ein Fake, also für die es nicht wissen, wir haben ein Flughafen-Display genommen, ja, genau. Und haben das aufgebaut und können inzwischen das mit über 25 Hertz Pixel genau steuern, haben dann ein paar Filme abgespielt, die thematisch passen. Ich glaube, es war 23. Ich glaube auch 23. Genau, nur in Vorbereitung. Aber leider war dann neben dem, diesem Display, das ist so eine Art, ich würde das mal Kunst nennen. Das ist eine Mischung aus einem Honecker-Porträt und einem Schäuble-Porträt. Also quasi mit Photoshop sehr künstlerisch bearbeitet. Also man kann, wenn man davor steht, also es ist wirklich ein bisschen wie ein Suchbild, man sieht irgendwie beide Menschen da. Leider ist, wenn man das von Weitem sieht, durch die auffällige Honecker-Brille, die Schäuble ja noch auf hat, von Weitem sieht wirklich aus wie ein Honecker-Porträt. Wir haben es ja im Fernsehen gesehen. Da haben wir natürlich eine Menge Mails bekommen. Zur Referenz, das Bild gibt es auf der Datenschleuder 94 hinten drauf. Hinten drauf. Also kann man angucken, übrigens einen Rahmen als Kunst an die Wand hängen. Und weil Deutschland Deutschland ist, hatten wir dann auch noch über Umwege eine Nachricht vom GILB. Da hatte nämlich ein Postmitarbeiter entdeckt, dass in Vorbereitung für die nächste Datenschleuder wir schon mal Postschwingen besorgt hatten, auch in größerer Menge. Und da standen dann hinten im Bild so aufgestapelt fast 80 Postschwingen, worauf sich dieser Postmitarbeiter dann öffentlich äußert und meinte, er würde dann mal Anzeige erstatten, dass wir die Postschwingen klauen würden. Hat sich aber bis heute nicht materialisiert. Also wir haben dann die Informationen übermittelt, worum es eigentlich geht, also dass wir die halt für die Datenschleuder brauchen, und dann war halt da offenbar auch Ruhe. Genau. Also gut, wir werden über den Staatstrojaner nicht mehr so viel sagen. Wir haben eine kurze erste Phase erlebt, wo irgendwie so, also meiner ist es nicht. Und dann hatten wir halt das Glück, dass der Strafverteidiger von den Betroffenen, von der einen Festplatte, die wir analysiert hatten, dann eben an die Öffentlichkeit ging und zugab, dass also der Landshut-Fall ist. Damit hatten wir zu sagen, ja, hatten wir eigentlich so ein bisschen ein Problem aus der Welt, dass erstmal alle sagten, also meiner ist es nicht. Aber wir hatten auch noch ganz interessante, eher lustige Reaktionen. Also die lustigsten kamen teilweise von Joachim Herrmann, der ist der Innenminister von Bayern, der sich aber auch schon früher durch sehr merkwürdige Äußerungen hervorgetan hat. Also wir bekamen so von der einen politischen Seite irgendwie so schweres Lob. Sigmar Gabriel meinte sogar, wir müssen mal einen ganz dringenden Preis kriegen. Die anderen fanden das nicht so. Und ich glaube, episch ist ja mittlerweile schon die Aussagen, die der Innenspezialexperte Uhl im Bundestag zur Aktuellen Stunde machte. Also die haben wir jetzt auch nicht nochmal eingespielt, weil wir sie so oft angesehen haben, dass wir sie mitsprechen können. Wahrscheinlich haben sie auch sehr viele gesehen. Aber wir haben da so ein bisschen gemischtes Feedback, aber insgesamt natürlich, wenn wir jetzt so die Reaktionen, also per Mail, aber auch die bei den Veranstaltungen, die wir danach natürlich auch noch gemacht haben, wenn wir die sehen, haben wir natürlich eine Menge irgendwie Flausch abbekommen, kann man schon so sagen. Ja.
Es gibt noch ein Thema, was wir dieses Jahr überhaupt nicht erwähnt haben, aber uns natürlich übers Jahr immer wieder beschäftigt hat, trotzdem mit Urteil aus Karlsruhe jetzt schon ein bisschen her ist. Es ist natürlich die Vorratsdatenspeicherung. Und Kai-Uwe Steffens hat ja zusammen mit dem AK-Vorrat, mit dem wir auch nach wie vor zusammenarbeiten, eine Petition an den Deutschen Bundestag losgetreten, nämlich nicht nur zu fordern, dass die Vorratsdatenspeicherung nicht wieder gesetzt wird, sondern sich auch in Brüssel dafür einzusetzen, dass die Vorratsdatenspeicherung beerdigt wird, und kam doch auf relativ glamouröse 64.000 Mitzeichner, befindet sich seit Oktober in der parlamentarischen Prüfung, wird also irgendwann aufgrund der Menge der Mitzeichner im Petitionsausschuss behandelt werden, von dem wir ja nun auch schon wissen, dass ja nun nicht gerade die politischen Initiativen hervorgehen, aber wir haben ja dafür immerhin eine Justizministerin, die sich nach wie vor zu unserer Freude standhaft weigert, diesen Unsinn ins Gesetz zu gießen. Da freuen wir uns eigentlich. Und wo wir schon beim allgemeinen Unterschriftensammeln sind, da hat der CCC in Hamburg zusammen mit Transparency International und Mehr Demokratie e.V. Transparenzgesetz.de gestartet. Also eine Volksinitiative, die Unterschriften sammelt, um ein Transparenzgesetz, ein beispielhaftes, umzusetzen in Hamburg. Und tatsächlich ist die erste Hürde, nämlich also diese 15.000, immer der erste Schritt zu einem Bürgerbegehren, tatsächlich knapp gerissen worden. Das ist natürlich ausgesprochen erfreulich. Und der nächste Schritt ist dann im August eine sehr große Anzahl von Unterschriften, die wir deshalb hier erwähnen, weil natürlich der Hamburger CCC und Transparency und Mehr Demokratie sehr gerne Unterstützer suchen, die also diese Unterschriften da herbeiführen. Die Frage wird natürlich sein, ob es letztlich auf das Volksbegehren ankommen wird, also auf jede einzelne Stimme, oder ob auch schon vorher so viel politischer Druck gemacht werden kann, dass das Transparenzgesetz vielleicht auch bei den Parlamentariern auf Gegenliebe stößt. Wir wollen es mal versuchen. Ich glaube, den meisten ist klar, dass so eine Volksinitiative und so ein Bürgerbegehren ein hartes Brett ist. Es gibt sehr wenige Beispiele dieser direkten Demokratie, die in Deutschland erfolgreich verlaufen sind. In jüngster Zeit eigentlich überhaupt nur eins, nämlich eine Nichtraucher-Gesetzesinitiative in Bayern. Also wir haben natürlich eher die Problematik, dass die Quoren sehr, sehr hoch liegen und dass es schwierig ist. Deshalb hoffen wir, dass ihr euch beteiligt, so ihr in Hamburg und Umgebung unterwegs seid oder gerne von weiter anreist, um diese Initiative zu unterstützen. Und der besondere Dank gilt Dodge, der in Hamburg sich auch gegenüber der Presse da ordentlich ins Zeug geworfen hat, ja. Also worum es da geht, ist, dass jetzt 30 Jahre nachdem WAU eine gläserne Regierung und eine offene Regierung gefordert hat, dass es endlich die Möglichkeit besteht, das einfach in Gesetz zu gießen und für uns die maschinenlesbare Regierung dort in greifbare Nähe rückt. Wenn wir da den Präzedenzfall in Hamburg haben, dann ist es vielleicht auch nicht so schwer, den Rest der Bundesländer davon zu überzeugen, dass das da flauschig funktioniert und Bürger näher an der Demokratie dran sind, wenn sie da die Werkzeuge auch haben. Das ist eine alte Forderung des CCC, insofern passt das, glaube ich, auch ganz gut. Man muss, glaube ich, sehen, dass man hier nicht so richtig doll gegen Mauern rennt, sondern dass man doch nicht wenige Politiker hat, die zumindest einen gewissen Entgegenkommen zeigen. Insofern, da haben wir, glaube ich, einen ganz optimistischen Ausblick, oder? Also es wird weitergehen, es wird auf jeden Fall ein Projekt auch für 2012. Ein weiteres Projekt für 2012 könnten die E-Tickets des Rhein-Main-Verkehrsverbundes sein. Gar nicht, weil die uns jetzt so brennend interessieren, sondern weil wir quasi eine Aufforderung bekommen haben. Tja. Die Jungs wissen nicht, wie üblicherweise unsere Stellungnahmen aussehen. Wir werden dann vielleicht... Ja, bring it on. Ja. Also da würden wir auch schon hoffen, dass Leute, die damit regelmäßig zu tun haben, vielleicht in den Erfass Lust haben, da eine kleine Projektgruppe zu gründen. Da wäre vielleicht eine Stellungnahme des Chaos Computer Clubs nicht so verkehrt. Also wir hatten ja noch schon andere Projekte mit diesen E-Tickets, diverse. Ja. Ich kann mich erinnern, in Berlin hieß es auch E-Ticket. Das wurde dann aber aus Software-Großprojektproblemen eingestampft. Technischen Gründen. Aus technischen Gründen. War da auch die Systems? Nee, ich glaube nicht.
Der Pilotversuch wurde erfolgreich beendet. Ja, genau. Die Erkenntnisse werden ausführlich ausgewertet. Ja, beendet und nicht fortgeführt. Ja. Also wir werden sehen, also fällt wohl in die Kategorie zukünftige Projekte, zumindest dann, wenn es sich lohnt. Also ich weiß noch nicht so richtig viel, das ist erst irgendwie vor ein paar Tagen an uns geschickt worden, das war jetzt im Dezember. Also ich weiß noch nicht so richtig viel, was da eigentlich für Technik drin ist, aber wir werden es, denke ich mal, relativ leicht rausfinden. Nicht wahr? Jo. Damit sind wir schon im Dezember angekommen und der Dezember hat uns überrascht mit einer ganz besonders freudigen Mitteilung. Wir haben einen neuen Internetkommissar. Also die erste Frage, die ich dazu hörte, war, das ist jetzt der Beginn der Zombie-Apokalypse, wenn der schon wiederkommt. Also wir haben wirklich überhaupt keine Ahnung, wie die zuständige EU-Kommissarin Nelly Kroes auf die Idee kam, Mr. Copy and Paste. Also ich meine, natürlich kann er mit dem Netz umgehen, das wissen jetzt so ziemlich alle und auch. Aber qualifiziert ihn das denn nun schon zum EU-Internetkommissar, der sich im Wesentlichen darum kümmern soll, wie denn so die Netzpolitik in den repressiven Regimen? Also das ist so wirklich der What the fuck des Jahres eigentlich, oder? Zum Urheberrecht hat aber krassere Positionen als die Piraten. Also. Ja? Ach so, ja, zum Urheberrecht, ja, da hat er echt krassere Positionen als bei den Piraten, das muss man echt sagen. Das ist, ist übrigens wieder so eine Instanz von, redet man jetzt mit dem oder nicht? Also ich meine, okay, der hat keine Ahnung, wovon er redet und sitzt sicherlich auf der falschen Seite, aber wenn man jetzt Aktivität machen will, wenn man Lobbyarbeit machen will, kommt man einfach an ihm nicht vorbei. Und man darf nicht vergessen, dass mit dem Copy and Paste, das wissen in Deutschland alle. Das weiß die Rest der EU nicht. Also die gucken alle und sagen, wieso, der war doch Minister, der ist doch gut, der ist doch qualifiziert, der ist jung, der kann bestimmt auch Internet. So. Naja, wobei, ach so, Nelly Kroes als EU-Kommissarin, die ja auch, also zumindest nach ihren eigenen Angaben persönlich mit ihm befreundet ist und ihn auch deshalb für geeignet hält, die hat ja noch so einen Merkel-Spruch gebracht, ja. Die meinte, sie brauche keinen Heiligen, also damit sozusagen in Abwandlung des Merkel'schen Zitates, dass sie ja keinen wissenschaftlichen Assistenten eingestellt hätte, hat sie also gesagt, die braucht keinen Heiligen. Also, ich weiß nicht, also wir dürfen Leute gespannt sein, wie ja, er sich ja in Syrien einsetzen wird. Das ist ja spannend. Es gibt Leute, die hegen Hoffnungen, da der Mann ja sowieso nichts anderes kann als Copy und Paste, wenn man ihn von unten so Texte reinschiebt, dass er die einfach nach oben weiterpastet. Naja, also wir werden sehen, ob das ein Projekt für 2012 wird, wo wir irgendwie tätig werden müssen. Ich vermute ja nicht. Also ich glaube ja irgendwie, der Mann hat sich erledigt, aber vielleicht auch nicht. Also wir werden das im Auge behalten. Wir werden mal sehen. Ja, wir haben im Dezember ganz kurz vorm Kongress nochmal Grund zur Freude gehabt. Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat eine Grundsatzentscheidung zum E-Voting gefällt. Es ging dabei um die ÖH-Wahlen, das sind die österreichischen Studentenschaftswahlen, also Studentenvertreterwahlen, wo es einen sehr langen Streit gab und auch eine relativ intensive Kampagne beider Seiten, also einmal eine ganz klassische Werbung für das E-Voting, aber zum anderen natürlich auch eine Gegenkampagne von vielen studentisch-politischen Gruppen, die sich in den verschiedenen Hochschulen in Österreich dagegen gewehrt haben, denn wir kennen die Geschichte, ein vollkommen intransparentes, proprietäres System, wurde Auditing, was man nach langem Streit dann zugelassen hatte, so aus 4 Stunden, ihr dürft mal auf den Code gucken, bestand, also wobei man dabei die Maus nicht anfassen durfte, sondern gescrollt hat der Mitarbeiter. Also das war eine sehr bizarre Sache, die, ja, also wenn man nämlich zum Beispiel entdeckt hat, hat man schnell weggeklickt, naja. Es gab einen Evaluierungsbericht, den praktischerweise ja, die Hersteller des E-Voting-Systems selber gemacht haben. Es gab eine sinkende Wahlbeteiligung, weil die Kampagne der sich wehrenden österreichischen Studenten vor allen Dingen sich danach richtete, eben zur Papierwahl zu gehen und die elektronische Variante nicht zu nutzen. Es gab mehrere Beschwerden am Verfassungsgerichtshof und letztlich ist er zu dem Ergebnis gekommen, so ähnlich wie in Deutschland, mit denen es ja auch eine intensive Konsultation gab mit dem deutschen Verfassungsgericht, also dass vor allen Dingen die Transparenz hier nicht beachtet wurde. Ich habe hier nur ein Stück aus der Pressemitteilung, das ist nicht aus dem Urteil, was aber im Netz steht, was man sich gerne durchlesen kann, nämlich dass eben nicht klar ist, wie man eigentlich überprüfen kann, dass dieses System
fehlerlos funktioniert. Und auch der österreichische Verfassungsgerichtshof hat betont, dass man ohne besonderen technischen Sachverstand diese Nachvollziehbarkeit und Transparenz aber herstellen müsste. Also man kann mit Fug und Recht sagen, das E-Voting in Österreich hat sich für lange Zeit erledigt. Also wir erwähnen es hier nur, weil wir uns A, über diese Entscheidung, die auch relativ deutliche Worte findet, natürlich gefreut haben, aber zum anderen auch, weil wir nach wie vor mit einigen der Österreicher zusammenarbeiten. Es gibt ja so ein Portal, papierwahl.at, da gibt es also eine Zusammenarbeit, wenn auch nach dem Urteil hier in Deutschland eine etwas weniger intensive als früher, aber wir haben mehrere Leute im Club, befassen sich nach wie vor mit E-Voting, mit Online-Wahlen, mit Wahlcomputerwahlen, auch international, also jetzt zum Beispiel in Russland, wo ja auch sowohl optische Scanner wie auch Wahlcomputer, also Touchscreen-Wahlcomputer eingesetzt wurden. Also wir gucken schon und versuchen uns zu vernetzen international, um diese, um die Herstellerszene im Blick zu behalten. Genau, wir wollen noch auf, keine Bemerkung mehr. Nö. Wir wollen noch auf ein Projekt raus, was in diesem Jahr äußerst erfolgreich von mehreren ERFAs weitergetrieben wurde, nämlich Chaos macht Schule. Wir haben jetzt auch auf ccc.de eine etwas umfänglichere Informations- und Kontaktseite. Also wer gerne irgendwie Lust hat, mit, in seiner Region mit Schulen irgendwie da Projekte anzufangen, kann sich da mal eine Runde informieren. Es gibt da sehr aktive ERFAs. Hier ist zum Beispiel der Münchner ERFA ein bisschen porträtiert in der Süddeutschen. Und ich glaube, das wird in Zukunft auch verstärkt fortgesetzt werden. Also es gibt ein paar Initiativen von einzelnen Leuten, die einfach ganz gerne Workshops an Schulen machen und das einfach anbieten. Aber es gibt auch tatsächlich in diesem Chaos macht Schule so richtig strukturierte Workshops und Informationsveranstaltungen, wo man auch so gegenseitig die Informationen austauscht, welche Themen haben wie funktioniert. Also ich hoffe, wir können das fortführen im Sinne der Junghacker-Akquise. Also ich kann das auch nur sagen, so von den paar Vorträgen, die ich dieses Jahr an Schulen gemacht habe, dass es in der Regel eine sehr erfreuliche Angelegenheit ist, also auch oder auch an Unis zum Beispiel. Das macht eine Menge Spaß, man bekommt eine Menge Input auch an Gedanken und Fragen, über die man vielleicht selber noch nicht so nachgedacht hat, und trifft in der Regel da auf durchaus sehr begeisterungsfähige und auch begeisterungswillige junge Menschen. Also das machen wir doch eigentlich sehr gerne, wenn es irgendwie die Zeit zulässt. Genau. Also das macht wirklich Spaß, das auch zu tun. Also, wobei bei mir waren die immer so ein bisschen enttäuscht. Die erwarten irgendwie immer so einen Hacker mit Hoodie und naja. Musst du mal einen Pulli zulegen, ne? Genau. Okay, aber daran arbeiten wir auch. Gibt's auf ccc.de/Schule gibt es einen länglichen Text, der das alles beschreibt. Und natürlich ist auch wieder diese Nachwuchsförderung eins der wichtigen Themen des Clubs und kann nur weitergeben, dass das so erfüllend ist, so schön, dass ihr eigentlich alle ausprobieren solltet, selber euch da zu melden beim nächsten ERFA oder vielleicht selber bei der nächsten Schule einfach fragen, ob da Interesse besteht, dort so ein Projekt mit den Kids oder auch mit den Lehrern erstmal zu machen. Weil das ist ja, wo es da am allerersten hapert, auch mit der Medienkompetenz bei den Lehrern selber, die da nicht wissen, was sie da vermitteln sollen, wenn sie selber noch während ihrer Ausbildung so wenig damit zu tun hatten. Und da ist gerade hier im Saal wahrscheinlich die versammelte Kompetenz so eins von den Dingen, die dort gerade in den Schulen weitergegeben werden sollten. Ich darf daran erinnern, dass es ja auch Teil der Satzung des CCC ist, Wissen weiterzugeben. Das sollten wir also auch tun. Wir hatten außer... Ja. Also dieser Applaus ist jetzt den Freiwilligen, die bisher Chaos macht Schule in den über 10 ERFAs, die das da gerade tun, oder den vielen Chaos-Treffs gewidmet. Ja. Es gab außer Chaos macht Schule auch noch Schule macht Chaos, und wir haben noch eine andere Neuerung, über die wir gerne berichten würden. Das sind übrigens die inkriminierten Postschwingen. Also die Geschichte ist so, als ich vor, weiß nicht, 8, 9 Jahren angefangen habe, mich an der Datenschleuder zu beteiligen, da hatten wir so ungefähr 500 Schleudern, die... Nein, nicht ganz, wa? Nicht mal ganz, 500 Schleudern, die in die Bundesrepublik verschickt werden mussten, und wir haben uns dort zusammengefunden zu lustigen Eintütabenden, wo wir... Noch ohne Mate.
Ja, wo wir Schleudern mit Adressaufklebern beklebt haben und dann zur Post gefahren haben. Das war vor einer Weile. Dann gab es so Dinge wie den Fingerabdruck und die Wahlcomputer und jetzt zuletzt den Staatstrojaner, die zu einer sprunghaften, zu einem sprunghaften Anstieg der Mitgliederzahlen und auch der Abonnenten führten. So dass Konstanz hat schon gesagt, wir 3500 Mitglieder haben, nochmal rund 600 Abonnenten. Und 3588 Schleudern, die einzutüten sind. Wir haben mal so ein paar Freiabos, die muss man dazu zählen. Alles, was als einzelner Handgriff Spaß macht, macht dann mehr tausendfach überhaupt gar keinen Spaß mehr. Ich würde auch nie wieder Datenschleudern stanzen. Nie wieder. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dass es da vielleicht Synergien gibt und eine befreundete Lehrerin arbeitet in einer Schule mit einem Behindertenprojekt und die haben sich die Platze gefreut, als sie hörten, dass es dort Arbeit für sie zu tun gäbe. Die behinderten Kids haben wahrscheinlich in der nächsten Zukunft keine Chance mehr, irgendwas zu tun, wo sie das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie da gesellschaftlich wertvolle Arbeit tun. Und da hatten wir eigentlich eine Win-Win-Situation. Die wollten schon mehrere Jahre eine Firma gründen, um in der Schule, um genau für so Projekte eine Entität zu haben, die da interagieren kann und waren, nachdem wir da angefragt haben, waren die 3 Tage später mit der Firma am Start. Und die Lehrer waren auch total begeistert. Standen auf der Matte und meinten, wo ist denn jetzt die nächste Datenschleuder? Sodass wir jetzt da wahrscheinlich bei den nächsten Ausgaben nicht von den Abonnenten, sondern von den Kids dort Feuer bekommen werden. Dass wir mussten echt unsere Orga, also auf unserer Seite, echt straffen, weil die waren richtig gut organisiert und bei uns war so ein bisschen, naja. Nun gut, und die hatten es dann auch in Bestzeit, nachdem sie schon... Die waren auch noch schneller als wir. Ja. Also sie wussten halt im Vorfeld nicht, wie lange das jetzt dauern wird und das Lehrerkollektiv selber hatte sich noch angeboten, wenn sie es nicht schaffen, dann tüten sie dann selber noch eine Nachtschicht mit ein. Aber war nicht nötig. Obwohl wir ihnen eine fiese Sache, wir hatten ihnen selbstklebende Umschläge versprochen, geliefert wurden, aber also eine Anlegdinger. Also es war eine fiese Falle, die wir ihnen gestellt haben, die sie aber wirklich cool hingekriegt haben. Sie haben sich dann mit einer Lappenkaskade dort ein automatisches Befeuchtungssystem gebastelt. Das ist Hacker-Attitüde. Ja, und entsprechend hatten wir dieses Jahr, es ist, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre her ist, dass wir das mal geschafft haben, wir hatten 2 Datenschleudern dieses Jahr. 2! Es war unglaublich. Und die sogar, ich denke, die meisten von euch, wenn sie Abonnenten sind, die hier im Saal sind, noch vor Weihnachten eigentlich bekommen haben. Also die meisten hatten sie, wie wir von Twitter wissen, unter dem Gabentisch nicht. Ich habe sie am 24. bekommen. Ich freue mich immer, wenn die Datenschleuder ankommt. Ich kenne zwar den Inhalt schon, aber... Das ist dann nur ein kleiner Wopar passiert. Das ist ja sehr unangenehm. Also die 96 hat leider, Fehler auf dem Cover sind immer ein totaler Mist und können einen, also wir haben uns zünftig betrunken, deswegen... da steht leider das falsche Jahr. Das kann man jetzt auf diesem Bild nicht so richtig erkennen. Das ärgert uns sehr, aber jetzt kann man auch nicht mehr ändern. Also wir haben noch so ein Zeitloch. Also nehmt einfach einen Kugelschreiber und korrigiert es nach. Ja, wir verteilen dann Aufkleber. Genau. Wir haben sogar noch eine Ankündigung. Wir haben ein neues Redaktionsteam mit auch neuen Leuten und jetzt ja auch eine neue Logistik, die wir fortführen wollen und die Lehrer und Schüler der Schule besuchen uns heute, also falls ihr sie heute seht, die machen immer so eine Kongressbesichtigung. Wir werden eine Themenschleuder machen, das haben wir uns schon vorgenommen, also die Zusammenarbeit mit dem genethischen Netzwerk und die genetischen Datensammlungen national und international werden uns beschäftigen, aber auch die Biometrie und Körpervermessung allgemein, also zumindest jetzt mal der Plan, dass wir also die 2 Datenschleudern pro Jahr halten können und Themenschleudern machen und vielleicht sogar einen mehr schaffen, also wir bemühen uns und die 95 ist seit ein paar Tagen auch zum Download online. Ja, und wo wir schon beim großen, wir freuen uns alle mal, sind, kommen wir auch zum Schluss des Jahres und da ist eigentlich die Freude darüber, dass... Dank euch! Ja. Und wir haben es sogar sozusagen zeitlich extra für euch so hinorganisiert, ja, dass also sozusagen die genau ab heute aufgehoben sind. Das fanden wir doch ziemlich nett, weil also gestern im Bundesgesetzblatt erschienen. Also ich glaube, das war ein langer Kampf.
Letztlich haben aber auch wirklich viele Netzaktivisten, die sich ja auch dann im Acker Zensur zusammengetan haben, aber auch einfach eine beharrliche technische Aufklärung über diesen Nonsens bei allen Parlamentariern des Deutschen Bundestages bis auf einen einzigen dazu geführt, dass sie also gemeinschaftlich dieses Gesetz wieder aufgehoben haben. Und falls sich jemand den Namen merken möchte, von dem einzigen Abgeordneten, der das Zugangserschwerungsgesetz nicht wieder aufheben wollte, das war der Innenspezialexperte Ingo Wellenreuther von der CDU, den wir uns vielleicht mal merken sollten. Naja, also wir können uns jedenfalls freuen. Das heißt aber noch lange nicht, dass uns die Netzsperren irgendwie nicht weiter begleiten werden. Also jedenfalls für mich ist vollkommen klar, dass das auch für die nächsten Jahre leider Projekte sein werden, schon wenn wir nach Europa gucken und natürlich auch viele andere Länder. Werden wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen, aber hier hatten wir wenigstens mal auf den Tag genau einen Grund zur Freude, kann man sagen. Männer, wer von euch wagt den Ausblick? Der Ausblick? Naja, also 2012 wird wie üblich relativ bunt werden, nicht wahr? Das wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Uns werden halt wahrscheinlich die Themen weiter in die Zukunft begleiten, über die wir dieses Jahr auch schon geredet haben, wahrscheinlich wiederum in anderen Inkarnationen und beziehungsweise anderen Wiederauferstehungen. Vermutlich werden auch wieder neue Sachen dazukommen. Klar ist jedenfalls, wir machen die Sache ja auch unter anderem deswegen, weil es uns Spaß macht, nicht wahr? Und genau das solltet ihr auch für eure Aktivitäten im Hinterkopf behalten, dass der wesentliche Grund, warum wir diese Dinge tun, ist nicht nur die Welt zu retten und irgendwie die Sachen ein bisschen schöner zu machen, sondern eben auch... Wir haben halt neben den Themen, die wir eigentlich jetzt schon genannt haben, natürlich ein paar Wiedergänger, die uns auf jeden Fall noch beschäftigen werden. Es wird die Vorratsdatenspeicherung sein, das ist ja so eine Art Klotz am Bein. Wir werden uns weiter mit der Biometrie beschäftigen, das wird sicherlich auf jeden Fall kommen. Ich denke, das ist ein Thema für uns, dass die Tatsache, dass das Netz doch mit sehr zunehmendem Maße kommerzialisiert wird, uns in vielen Kampagnen, die wir wohl führen, also wir wollen uns an der Netzneutralitätskampagne beteiligen, das wird wiederkommen. Und wir haben natürlich auch in dem vergangenen Jahr schon gemerkt, dass die Frage, ja, inwieweit das Netz und auch die Services im Netz geprägt sind durch eine neoliberale Agenda, wie wir sie in anderen ökonomischen Bereichen ja auch sehen, wird sicherlich wiederkommen. Also ich glaube, wir haben die letzten Jahre nicht so sehr viel uns mit der Ökonomisierung befassen müssen. Das müssen wir wahrscheinlich jetzt aber stärker tun, weil schlicht einfach gerade so in Fragen der Netzneutralität da die allgemeine Profitgier natürlich durchschlägt auf unsere Netze. Das wird wohl kommen. Wir werden wahrscheinlich uns wieder mit irgendeiner anderen Form von Netzsperren auseinandersetzen müssen, weil die haben den arabischen Frühling beobachtet und haben bestimmt auch Angst und brauchen dort einfach auf mittlere oder lange Sicht Mittel und Wege, um das, den Aufstand auch hier oder vielleicht gerade hier rechtzeitig beenden zu können. Ja, ich denke, nächstes Jahr wird auch Anlass sein, mal ein bisschen fundamentaler darüber nachzudenken, was wir mit diesem Club machen, meinen, wo wir hinwollen, was wir tun. Ging ja mal los, ihr habt vorhin diesen Ausschnitt gesehen mit so ein paar Verrückten vor 30 Jahren, die der Meinung waren, Computer werden mal die Welt verändern. Die Welt wird eine bessere Welt werden, wenn alle frei miteinander kommunizieren können, Computer haben, was total spinnert war, was jetzt eingetreten ist. Also ein bisschen haben wir eigentlich auch den ersten Lebensabschnitt des Clubs jetzt geschafft, von der Idee zur praktischen Umsetzung und sind auch an einem Punkt angekommen, wo wir nicht mehr alleine dastehen und über Computer reden, technisch, politisch, inhaltlich, sondern wo viele Bewegungen da sind, die nicht CCC sind, aber die Dinge weitertragen, über die wir mal geredet haben, über die auch hier geredet wurde mit den Leuten, die das machen, ob das jetzt eine Piratenpartei ist, die das politisch tut, ob das andere Veranstaltungen sind, die sich damit technisch beschäftigen, ob das die Hackerspace-Bewegung ist, die jetzt aufploppt, die auch ihre Wurzeln ja hier hat. So, das ist angekommen, das passiert, wir sind nicht mehr die Einzigen, wir freuen uns, dass wir nicht mehr die Einzigen sind, wir wollten immer die Dezentralisierung und müssen uns mal die Frage stellen, was ist denn so der nächste 30-Jahres-Plan? Was sind die großen gesellschaftlichen Aufgaben, denen wir arbeiten müssen? Kommt als Mitgliederversammlung, wollte ich damit sagen, weil da tun wir das. Und zu guter Letzt, bevor wir uns bedanken für die freundliche Zusammenarbeit, wollen wir darauf hinweisen, dass es heute um 14.45 Uhr die Demo gegen die Vorratsdatenspeicherung direkt vom BCC hier gibt. Also wenn ihr daran teilnehmen wollt und auch mal ein bisschen frische Luft wollt, ist ja auch nicht so kalt dieses Jahr, dann 14.45 Uhr direkt vom BCC. Vielen Dank.